Hallo, ihr Kinoplusmäuse. Eigentlich sollte ich heute auch bei Daniel im Studio sein. Leider hat mich aber irgendeine Seuche erwischt. Deshalb kann ich leider nicht mit Daniel über die Neustarts der Woche und über das Frühwerk von Roland Emmerich sprechen, denn ein paar seiner früheren Filme starten auch diese Woche im Kino. Das ist natürlich leider sehr schade, denn deshalb müsst ihr da jetzt auf meine Meinung verzichten und von mir nur so viel. Früher war vielleicht nicht alles besser, aber die Filme von Roland Emmerich auf jeden Fall. Ob Schröck und Co. das auch so sehen, erfahrt ihr jetzt gleich und seid nicht zu traurig, dass ich nicht da bin, denn ich komme schon bald wieder vorbei. Bis dann und viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Kino Plus. Es ist wahrscheinlich die 893 so oder so, das sagt euch Daniel aber gleich in seinem nächsten Cold Opener nach meinem lauwarm Opener. Bis dann! Und damit herzlich willkommen zur 489. Folge, lieber Tino und liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen hier im Studio. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Wolf. Hallo Schröck. Hallo Wolf. Und ich begrüße den, ja, schon, ich muss sagen, renommierten Buchautoren und ehemaligen Rocket Beans Mitarbeiter Gregor Katsios. Ich bin immer noch Rocket Beans Mitarbeiter, aber danke für die Begrüßung und ja, checken Sie gerne aus. Das wunderbare neue Buch, die große Bucketlist des Gaming, 100 Games, die man gespielt haben sollte. Aber was noch viel wichtiger ist, ich habe mir schon immer geträumt, es war mein Traum, seitdem ich ein Kind gewesen bin, in Kino Plus Folge 489 dabei zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und endlich wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Ja, cool. Da habe ich doch Glück gehabt, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt angerufen habe. Sehr gut, ja. Ja, und das ist der Traum zum Albtraum, wird dafür sorgen. Aber oh, das wird geil. Und ich habe auch Glück gehabt, dass der liebe Wolf zugesagt hat. Dann, ja, du Schwein. Ja, ihr habt es doch gehört. Ey, Tino sollte eigentlich kommen, aber der liegt halt mit 38 Grad irgendwie im Bett. Und den müssen wir jetzt nicht hier irgendwie zwischen uns hocken als Bazillenschleuder, um vielleicht dann auch noch krank zu werden. Oder? Natürlich schaffen wir es nicht, einen adäquaten Ersatz zu bilden, aber wir geben uns zumindest Mühe. Wir geben uns Mühe, ich glaube doch. Ich glaube, einen adäquaten kriegen wir schon hin. Das ich habe Frisuren technisch schon mal. Ja. Ne? Das Problem war nur so ein bisschen, als du gefragt hast, ey, Wolf, willst du nicht vorbeikommen? Wir reden über die alten Roland Jämmerlich-Schinken. Da habe ich gesagt, ja, gerne, fuck, ich habe die aber seit 35 Jahren bummelig nicht mehr gesehen. Das heißt, ich habe gestern noch eine richtig krasse 4-Filme-Session angelegt, um mich vorzubereiten. Ja, das ist doch gut. Ja, weil, also, ich weiß, euer Anspruch ist jetzt nicht so hoch an euch selber und an die Sendung, aber ich weiß gern, wovon ich rede, wenn ich mich irgendwo hinsetze und laber. Und weißt du, weil ich das letzte Mal Joey gesehen habe? Ja, das ist, geht mir ebenso. Den und, also, ich habe alle drei, habe ich mir jetzt auch nochmal reingeguckt. Ja. Also, gestern und vorgestern. Also, ich habe nur kurz reingeschaut, um mich wieder aufzufrischen, aber nicht alles geguckt. Jetzt finde ich mich unadäquat. Ja, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vorher kommen wir erstmal auf das zu sprechen, was ihr ansonsten zuletzt gesehen habt. Ein Film oder eine Serie, die zuletzt über eure Netzhaut geflimmert ist, Gregor. Oh, ein bisschen schwierig ist es, weil gerade ich habe ein bisschen weniger geguckt in den letzten Wochen. A, die EM ist dabei und Elden Ring, der DLC ist rausgekommen. Das heißt, es hat ein bisschen meine Abendzeit dann gefressen, aber ich war in den Wochen vorher viermal hintereinander im Kino, dann unter anderem The Abyss wurde ja nochmal gezeigt in der neuen oder in der 4K-Abtastung, natürlich Furiosa mir angeschaut, The Fall Guy und eine Sache war da auch noch, an die ich gerade nicht denke, aber irgendwas habe ich mir auch nochmal im Kino angeguckt. The Fall Guy fand ich gut. Ja? Ja. Und bist du da reingegangen mit der Erwartung, das ist wirklich nochmal so ein, also ich muss sagen, man merkt halt gar nichts von Progressives. Ich habe doch alles geguckt von einem Colt für andere, ne? Und mal gucken, wer jetzt Heather Thomas ersetzt und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Also es hätte auch komplett anders heißen können. Also diese Verbindung ist eben ein bisschen konstruiert. Niemand geht als ein Colt für alle Fälle Fan ins Kino und sagt, endlich mal. Aber als so bist du da reingegangen? Nein. Ich war nur gespannt, ob sie überhaupt diese Serie ansatzweise thematisieren oder beziehungsweise
ob das irgendwo zitiert wird oder so. Ja, es fühlt sich auch mehr wie so eine Origin-Story an, sagen wir mal, weil eigentlich in der Serie ist doch so, dass da das große Stuntman-Geschäft schon eher vorbei ist, auch wenn er es immer wieder mal gemacht hat und eher diese Kopfgeldjäger-Nummer dann im Mittelpunkt steht. Und hier wird es ja eher so, wie er dieses Kopfgeldjäger-Geschäft zumindest in die Richtung gepackt wird. Weil es geht ja mehr darum, dass da ein wichtiger Fall ansteht. Und Aaron Taylor Johnson übrigens, der sieht so aus wie Logan Paul da drin. Also richtig schön hassenswert. Der Kampf war noch nicht, ne? Der Tyson-Kampf. Ja. Aber ich glaube, ist das Logan Paul oder ist das Jake Paul? Der hat ja auch einen Bruder. Ist ja egal. Er ist abgesagt worden, weil Tyson krank ist. Ah, okay. Er wurde verschoben erstmal, aber ist noch nicht gewesen. Nee, macht dann auch so ein Video. Ja, sorry Leute, ich wollte eigentlich heute im Ring sein, aber. Ja, ja. Alles aber ich habe Tino Hahn besucht und habe mich angesteckt. Mike war bei Tino, okay. Jetzt. Ja. Ich bin da reingegangen, weil der eigentlich ganz positive Besprechungen bekommen hat und humoristische Actionfilme findest du ja nicht mehr so richtig häufig im Kino für mein Empfinden. Und ich mag eigentlich Ryan Gosling, hat auch eine echt gute Chemie gehabt mit Emily Blunt und es war ein bisschen so wieder verkopft vom Plot her, aber es war ganz gut und vor allem, der hat mal Stunt-Leuten dann mal wieder so ein bisschen die ins Zentrum gepackt. Und der hatte auch wirklich ganz gute Stuntarbeit gehabt. Also ich hab meinen Spaß da gehabt. Ich kann auch verstehen, wenn er nicht so enorm abgegangen ist an den Kinokassen, weil das schon spezieller ist vom Geschmack her. Aber ich wurde gut unterhalten. Ja. Was sagst du zu, kurz noch eine Sache, was sagst du zum Look oder zum Aussehen von Abyss? Von The Abyss. Mhm. Ja, also ich hatte natürlich auch diese ganzen Berichte im Vorfeld mitbekommen, von wegen die Abtastung mit den ganzen KI-Aufwertungen, die da passiert sind. Plus, ich weiß nicht, ob es bei The Abyss war, aber bei Terminator von wegen Farbtreue und alles haben sich auch viele Leute dann ausgelassen über die neuen 4K-Abtastung. Ich habe es im Kino eher weniger gemerkt, muss ich sagen. Also ist auch sehr lange her, dass ich The Abyss gesehen habe. Vielleicht hätte ich lieber die Standardversion als den Directors, nicht Directors Cut, sondern das heißt ja ein bisschen anders. Extended Cut und so weiter, weil ich finde so immer noch das Ende von dieser Version, da könnte man das auch anders basteln. Ich hätte nicht gewisse Elemente gebraucht, das ist nichtsdestotrotz für 95% ein atemlos spannender Film, der auch gut ausgesehen hat mit der Abtastung da. Oh, ich dachte schon, ich muss jetzt in die Prämissenkasse oder sowas. Nein, alles gut. So, jetzt gehen wir los. Ich will nicht sagen, dass diese 2,5 Stunden im Flug vergangen sind, aber sie haben sich eher wie 2 angefühlt statt 2,5. Ich mag das Ende. Ja. Ich finde es, also auch wenn es jetzt tricktechnisch vielleicht nicht... Ich sage, tricktechnisch ist in Ordnung, es ist eben ultraschmalzig. So von wegen, also was alles, die kleinste Subtilität fliegt aus dem Fenster, um genau alles anzusprechen, was da los ist. Was zeigt ihr mir da? Wir Menschen machen das? Nein, schaut euch doch an, die Liebe zwischen zwei, die Liebe wird alles überdauern. Ja. Aber es ist inszenatorisch, aber du merkst einfach, wie James Cameron, wie hammermäßig der drauf ist, nur der wird gerne mal ein bisschen schmalzig am Ende. Ja, dabei war der Dreh ja wohl so hart. Ja. Also Ed Harris weigert sich ja bis heute über diesen Dreh zu sprechen. Kann ich absolut verstehen. Wenn du beinahe aber abgesoffen bist, ne? Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine richtig geile Anekdote, ne? Ja, ja. Da könntest du ja die nächsten 40 Jahre deiner Karriere könntest du rumtingeln. Alle fragen dich nur erstmal, wie war es eigentlich, als Cameron dich fast umgebracht hat? Ja, erzähle ich euch nochmal für $11. Also von daher. Vielleicht gibt es da so eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die fast an Cameron gestorben sind. Ja, stimmt. Kate Winslet ist dann auch noch dabei bei Titanic und so. Stimmt. Und ich meine, das ist halt die eine Szene, ne? Wenn man alles aus der Biss vergessen hat, aber die eine Szene am Ende, an die erinnert sich jeder. Als sie quasi entscheiden müssen, wer von den beiden jetzt ertrinkt und der andere muss ihn dann ins Leben zurückholen. Also ich kann mich erinnern, dass das als Kind auch sehr großen Eindruck auf mich macht. Ich dachte, boah, das ist ja das Allerschlimmste, die schlimmste Situation, in der ein Mensch schlechterdings sein kann. Die Performances sind immer noch fantastisch. Also super geil. Die Tricks sind aber noch cool. Ich meine, gut, ja, über die Story kann man sich jetzt vielleicht streiten, ob das zu schnulzig, zu... Ich finde es halt im Angesichtsbetracht der gesamten, sag ich mal, also... Die beginnen am Meeresgrund und es geht nur noch tiefer für die. Also, permanent wirkt ja irgendwas Beschissenes auf sie ein. So, und dann finde ich das am Ende halbwegs verdient, dass sie sich da ein bisschen zurückschmeißt. Wie du emotional zurückgeblieben wärst von dem Film, wenn dann einfach so die letzten Messages von Ed Harris über dieses Tool dann gekommen wären. Und ohne dann, oh, guck mal übrigens, du bist jetzt in der Fantasiestadt gelandet, wo die Aliens schon seit 500 Jahren leben und wir dir Videoaufzeichnungen dann zeigen. Ja, aber und es waren auch schon mal coole Aliens. Ja, es funktioniert schon. Die Szene so, mit der Flutwelle, ja. Das sah schon geil aus. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es mittlerweile meine Altersmilde, ich bin jetzt in dem Alter oder ich habe zu viel anderen Scheiß in der Zwischenzeit gesehen, aber mittlerweile merke ich, dass ich sehr offen bin für so
schnulzige, einfache Messages wie, vielleicht ist Liebe die Antwort. Das hat mich bei Interstellar schon nicht genervt, da kann ich mich auch bis heute noch herrlich mit Leuten drüber streiten. Bei The Abyss, ich weiß, keine Ahnung, so, ich hab das Gefühl, ich habe mich aus dem Kokon des Zynismus, habe ich mich befreit. Und wenn es tatsächlich mal konkret um Liebe geht und menschlichen Zusammenhalt, da denke ich mir, oh, ist auch mal schön. Weißt du? Ja, vor allem. Ich kann ja trotzdem abends noch Terrifier für mich gucken. So, das ist alles geil. Ja, da geht's auch um die Liebe. Aber im weitesten Sinne. Aber ich merke, ich brauch langsam irgendwie auch mal so ein Gegenmittel zu diesem ewigen Nihilismus und Zynismus. Und es gibt keine Werte mehr. Es gibt kein Gut, kein Böse. Alles schweben, alles ist diffus, vage. Und dagegen ist so ein Blick zurück in eine Zeit, die vermeintlich ein bisschen einfacher war, finde ich ganz angenehm mittlerweile. Und bei Cameron ist es ja dann auch echt eigentlich fast immer so, dass du ja zumindest dann auch fürs Auge noch einiges geboten bekommst. Ja. Egal, wie schmalzig es wird oder wie kitschig es ist. Ja, guck dir Titanic an. Ich habe mir Titanic ja angeguckt, weil ich sehen wollte, wie das Schiff untergeht, ja, und wie er das macht. So. Und trotzdem bin ich dann am Ende schon mit den beiden Figuren mitgegangen. Stattdessen ging deine harte Schale unter. Ja, genau. So war's. Und deswegen, also, was will ich da jetzt irgendwie dem Film groß vorwerfen? Er hat mich zum einen zum Staunen gebracht, weil es halt schon geil aussieht. Aber zum anderen hat er mich auch emotional oder beziehungsweise zumindest insofern mitgerissen, dass ich sage, die Figuren sind mir nicht scheißegal. Und, oder alles, was auf dem Schiff passiert, ist mir scheißegal. Also. Cameron ist schon ein guter Regisseur, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ey, du musst also sowas wie, du hast dann in einem Resümee, ich habe Terminator 2 gemacht und Titanic. So, weißt du, pff. Also das, ja, ich weiß, aber das musst du aber hinkriegen. Und irgendwann haue ich auch noch mal so ein Avatar raus. So, also ich würde auch sagen, vielleicht ist jetzt nicht absolut jeder Film Gold von ihm, aber das ist schon auf jeden Fall einer der besten Regisseure, die in Hollywood gerade noch aktiv sind. Also ja, ohne jede Frage. Ja, cool. Was hast du gesehen? Wir reden gleich noch über hier aktuelle Kinostarts. Davon habe ich jetzt nämlich einen gesehen. Genau. Dann habe ich nachgeholt, weil ich den wirklich nicht verpassen wollte. Kinds of Kindness habe ich mir noch angeguckt. Was hast du? Am Wochenende. Also ich finde, so allmählich wird es ein bisschen langweilig zu sagen, so ja, emotional gibt er mir jetzt nicht so viel, aber ich mag halt diese Skurrilität, dass das irgendwie alles in so einer Welt spielt, die nicht ganz die unsere ist, die Figuren verhalten sich seltsam, reden seltsam, man versteht nicht ganz, wie die Regeln dieser Story funktionieren, was will der eigentlich? Und deswegen, ja, ging ich mit so einem Gefühl raus, dass ich diesen Film sehr faszinierend finde. Ich respektiere absolut, was der macht. Aber emotional habe ich da nicht so wahnsinnig viel rausgenommen. So ein schönes Filmrätsel, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Da kann man geil drüber diskutieren. Was wollten uns die Geschichten sagen? Was wollte uns der Autor damit sagen? Wollte er überhaupt irgendwas sagen? Man weiß, wer ist MMR? RMR. RMF. Also da habe ich nachgelesen, steht für nichts. Es sind einfach nur drei Initialen. RMF. Also nicht eine Abkürzung für Real Matrix Foreseer oder so. Es ist einfach nur RMF. Nee, also fand ich cool. Und der geht irgendwie auch 2,5 Stunden oder so? Weil ja, du es gerade davon hattest, Gregor. 167 Minuten, ja. 167, ja. Und fühlte sich auch wirklich, also dafür, dass er relativ lang ist, fühlt er sich auch schön knackig an, muss ich sagen. Ja, ich fand hier und da in den einzelnen Episoden hätte er schon ein bisschen noch mal straffen können. Also es war faszinierend. Wir haben da letzte Woche drüber geredet. Und ich hatte wirklich kaum noch Erinnerung an die zweite Episode. Das ist so weird. Ich habe das gehört von meiner Begleitung, mit der du dich auch unterhalten hast. Und sie meinte auch, dass du die zweite am schwächsten fandst. Und ich fand die zweite auf jeden Fall am besten. Ja, nein. War die geilste Story. Ja, wie gesagt, die zweite war halt die, an die ich mich am wenigsten erinnern konnte. Und das muss für mich dann halt der Indikator sein, zu sagen, okay, dann war die nicht so stark. Ich fand die erste halt stärker und ich habe die letzte noch in Erinnerung gehabt. So. Und dann an die zweite, ich musste es erst wieder lesen und noch ein paar Szenen noch mal per Trailer sehen, um mich daran zu erinnern, ah ja, das habe ich auch gesehen. Und ja, per se finde ich sie auch nicht schlecht. Aber irgendwie in diesen, sag ich mal, drei Geschichten hat mein Hirn wohl nur Platz für zwei gehabt. Also das ist dann einfach so. Aber ich gucke mir den auch nochmal an. Die Kapazität ist dann erreicht und manche Sachen fliegen einfach aus dem Hirn wieder raus. Oh. Wie bei Kelly Bundy, als sie so klug wird. Bing Bong, was ist das? Und sie weiß nicht mehr, was eine Türklingel ist. Wer hat 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht? Oh nein! Oh. Und dann habe ich noch was völlig anderes gesehen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter. The First and the Last Man. Oder Last Paar Jahre Man. Her. Ein paar Jahre älter. Heißt der First and the Last Man oder Last and the First Man? Von Sigur Johansson. Den die meisten als Komponist kennen, der gestorben ist. Und der hat auch einen Film gemacht, ist ein schwarz-weißer Arthouse-Film. Mhm. Da geht es darum, dass eine nicht mehr ganz menschliche Zivilisation berichtet von den letzten Millionen Jahren der Entwicklung. Und sie brauchen quasi unsere Hilfe jetzt in der Vergangenheit. Und das Geile ist,
Man hört nur die Stimme von Tilda Swinton. Sie ist quasi die Sprecherin. Und bebildert wird das absolut geil. Nur mit so Standbildern von so seltsamen Bauten und Denkmälern irgendwo in Jugoslawien. Ja, jetzt ohne Scheiß, in der Ukraine und so. Also einfach nur keine Bewegung im Bild. Es tritt kein einziger Protagonist auf. Niemand rennt mal durchs Bild. Du siehst keine Aliens. Du siehst einfach nur Nahaufnahmen von seltsamen Steinbauten. Irgendwo 1963 wurden die irgendwo hingesetzt im hintersten Winkel von Jugoslawien und so. Und darüber die Stimme von Tilda Swinton, die sagt, ey, ich melde mich aus dem Jahr 4 Millionen irgendwas, wir brauchen eure Hilfe und so. Das ist so weird, aber super geil. Ich war absolut fasziniert. Da geht 67 Minuten oder so. 66. Und ich, das war mit das faszinierendste Guckerlebnis, was ich seit langer Zeit hatte. Fand ich richtig, richtig geil. Also er heißt Last and First Man. Ah, Last. Last and First Man, die letzten und die ersten Menschen. Und ja, ist gerade in der Arte-Mediathek erhältlich. So, da habe ich es natürlich auch gesehen. Ja, was uns natürlich dann direkt eigentlich auch zu unseren Neustarts irgendwie bringt, wenn ihr jetzt nichts noch weiteres zu erzählen habt. Dann würde ich jetzt einfach mal hier so den eleganten Schwung machen. Woo, elegant. Ja, zack, dann hier. Gibt's doch jetzt direkt mal unsere Streaming-Tipps und Empfehlungen. Stream it, you gotta stream it. So, was haben wir denn da? Ja, passend zum Kinostart von Twisters hat Amazon entschlossen, jetzt nochmal Twister hochzuladen. Ich muss sagen, guckt ihn euch an. Ist vielleicht zum Abgleich ganz hilfreich, beziehungsweise sieht man dann doch mal, wo die Unterschiede zwischen heutigem Filmemachen und eben 90er-Jahre-Filmemachen sind. Ja, also Twister war ja auch ein ganz guter Film, habe ich zumindest so abgespeichert damals. Ich habe den noch ganz gern geschaut. Ich meine, er hat keine Handlung, ne? Also ja, das muss man halt einfach mal sagen. Wegen der Kuh. Es ist die, alle haben doch nur auf die Szene mit es ist, Kuh. Genau, das ist der, alle sind wegen der Kuh reingegangen. Ja. Und dann hast du nochmal Bill Paxton gesehen, der da hinterherfährt und alles passt schon. Ja, there's another cow. No, it's the same. Ja, also jetzt Glenn Powell ist im Neuen, ne? Genau. Es geht um, ich darf noch nicht sagen, deswegen. Ja, okay. Es geht um einen Mann, der eigentlich nur die Scheidungspapiere bei seiner Frau abholen will, bei seiner Ex-Frau. Und dann werden sie weggeblasen von einem Tornado und er jagt 90 Minuten hinterher. Und das Blöde ist, dann kommen irgendwelche Tornados. Typo, Schreibfehler, wer hat das geschrieben? Was denn? Verfügbar. Gleich rausschmeißen. Oh nein. Irgendein Prakti. Das war's auch schon wieder mit der glorreichen Karriere. Die ah. Schreibfehler. Ja. Gut, dann. Für sowas habe ich doch ein Äuglein, oder wie es heißt. Falls ihr anhand des aktuellen Kino-Animationsprogramms nicht so ganz glücklich seid, findet ihr vielleicht auf Sky noch ein bisschen Abwechslung mit Raus aus dem Teich. Eine Entenfamilie beschließt, auf Urlaubsreise zu gehen, weil der Vater so eine Art Heimscheißer ist, beziehungsweise sich nicht aus seinem eigenen Teich raustraut. Und dann geht's einmal in die große Stadt. Und ja, ist unterhaltsam. Hast du den... Ich habe den tatsächlich gesehen. Also ja? Natürlich nicht alleine aus Privatinteresse, sondern mit meiner Kleinen und so. Und ja, im Prinzip hast du schon zusammengefasst, kann man gucken und dann wieder vergessen. Aber nicht so unerträglich wie ein anderer Animationsfilm, der jetzt morgen in den Kinos startet. Sagen wir es mal so. Ich muss auch sagen, ich war überrascht von Raus aus dem Teich. Da waren schon ein paar, ich fand es mit den Reihen, wo sie bei den Reihen über Nacht waren. Ja. Das fand ich ganz lustig. Das hat schon ganz. Ach, der hat schon ein paar ganz süße Szenen. Also wirklich, ist jetzt vielleicht nicht so das absolute Animationsmeisterwerk. Nö. Muss es ja auch nicht immer sein. Und hier das kleinste, also das jüngste Küken von denen, hat mich schwer an meine Tochter erinnert. Also die hat gewisse Züge. Ja, der Schnabel. Auch das. Weil beide den gleichen Schnabel. Ja. Berühmte deutsche YouTuber, die irgendwelche sprechen, ist doch mittlerweile so. Nee, ich glaube, Elias Mbarek ist die Hauptrolle. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer da jetzt. Achso, ja, der ist auf Twitch. Spielt nicht noch irgendjemand Bekanntes mit? Ich komme gerade auch nicht mehr drauf, aber ich glaube, irgendjemand spricht da. Mit Sicherheit. Diese komische, ist da nicht so eine südländische Ente, so ein südländischer Vogel dabei oder so? Was war da mit dem? Ach, hier, Jorge spricht Jorge, mit. Jorge González. Okay. Richtig, ja. Na dann. Mich greife ich auf. So. Und muss ich sagen, das fand ich, also kein ausgebildeter Sprecher, hört man auch, aber das hat wirklich perfekt auf die Figur gepasst. Und also weil der so eine krass eigenständige Stimme hat, hat mich das wieder nicht genervt. Also anders als so manchmal, ich mag das nicht so, wenn du Promis besetzt und dann geben die sich ganz viel Mühe, aber du hörst die ganze Zeit den Promi, der aber probiert nicht so zu klingen, wie er normalerweise klingt. Mhm. Und Roche in dem Film klingt halt, wie er klingt. Und deswegen wurde er auch besetzt. Aber er passt zur Figur. Genau, aber das hat schon wieder, das fand ich ganz sympathisch. Das war auf jeden Fall eine halbwegs vernünftige Entscheidung. So,
Und für diejenigen, die es jetzt vor ein paar Wochen nicht geschafft haben, ins Kino zu gehen, ist jetzt auf Amazon Prime wieder Hardcore Never Dies erhältlich. Also das verstehe ich nicht. Der war erst bei Amazon Prime, dann ist er kurze Zeit weg gewesen, dann kam er hierzulande ins Kino. Ja, und da würde er wahrscheinlich nicht so sehr irgendwie frequentiert worden sein. Und jetzt ist er halt wieder bei Amazon Prime erhältlich. Okay. Geht um zwei Brüder. Der eine ist in der holländischen Gabber-Szene, der andere versucht an so einem Konservatorium Klavier zu studieren. Und die beiden, ja, bonden sich so ein bisschen, nachdem sie schon längere Zeit nichts mehr miteinander zu tun haben. Also kommen wieder so ein bisschen, sich ein bisschen näher. Und der Chaotische von den beiden aus der Hardcore-Szene zieht halt seinen Bruder so ein bisschen damit rein und verwickelt ihn dann auch in die Drogengeschäfte, die er halt nebenbei betreibt, um seinen Lifestyle zu finanzieren. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, bei solchen Milieustudien geht es natürlich dann schief. Natürlich. Turbulente Verwechslung. Ja. Ein Spaß für die ganze Familie. Aber die Gabber-Szene und auch musikalisch ist das alles ziemlich ganz gut getroffen. Also ich hab den Trailer mir gestern angeschaut und da kam so ein bisschen die Jugend ja. zurück. Ne? Also wenn ich nicht in der Szene drin gewesen bin, aber da ist man ja zugeballert worden. Ja. Damit voll. Und ich musste auch denken, kennt jemand die Meme, also das findet man auf YouTube, und dann ist so Hardcore Will Never Die. Ja. Ja, wo dann die drei Gabber-Leute dann nachts tanzen und alles. Ja, klar. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr es nicht kennt. Hat immer viel Spaß. So. Und dann haben wir noch ein paar Mediathekentipps. Da sind wir doch schon. Wenn ihr schon bei Arte seid, dann könnt ihr vielleicht nochmal in Mission reinschauen, ein Film mit Jeremy Irons und Robert De Niro als Missionare in Südamerika, die da in so einer Art Bürgerkrieg, glaube ich, schon mit verwickelt werden. Wundervoll inszeniert, tolle Bilder. Es gibt eine großartige Szene, in der einer der beiden, ich will nicht sagen wer, auf ein Kreuz gebunden wird, um dann einen Wasserfall hinunterzufallen, beziehungsweise um dann einen Wasserfall hinuntergeschickt zu werden. Es gibt einen wundervollen. Immer härter hier. Ja, ja. Es gibt einen wundervollen Score von Ennio Morricone. Das Thema Gabriels Oboe ist, sag ich mal, sehr bekannt geworden durch diesen Film. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist so ein, ja, wie soll man sagen, Historien-Epos, wie sie früher gemacht wurden. Aber wirklich ein Epos, ne? Ja. Also, ja. Also, es ist schon ein Fund. Mit allem, was dazugehört. Und das ist so ein Film, also der erfordert aber auch, dass man sich auf ihn einlässt und nicht so nebenher auf dem Handy rumtippt oder so. Also, da bringt man sich eigentlich um ein hervorragendes Filmvergnügen, wenn man den nur so halb guckt. Dann nimmt man sich, der geht bestimmt auch 3 Stunden oder so. Ich habe den als. Ja, so. So, oder? Roundabout, ja, glaube ich. Ja, schon, ne? Ja. Also, ich habe den auch jetzt als nicht kurz in Erinnerung. Aber ich glaube, er lohnt wirklich die Aufmerksamkeit. Das ist ein richtig. Das ist wieder. Ich weiß, es klingt wieder so irgendwie hier alte. Oh, nee, geht. 120. Ach, wirklich? 120, passt doch noch. Fühlt sich nur wie 3 Stunden an. Ja, ich muss aber auch sagen, eben weil der so ruhig und eigentlich. Genau, ja. Er ist nicht unbedingt so spannungsarm, ne? Da geht's halt um Kolonialherren und weißt du, um die ganzen Quälereien mit den Eingeborenen und eben halt den Missionaren, die versuchen halt nun mal ihre Religion da anzubringen. Aber ich fand den, der hat was. Der hat so eine. Keine Ahnung, so eine ätherische Aura irgendwie, die einen da reinzieht, wenn man halt Bock drauf hat, was du halt gesagt hast. Ne? Ja, und es ist halt einfach wahnsinnig gutes Handwerk, ist geiles Filme machen mit absoluten Top-Schauspielern, was man jetzt vielleicht auch nicht mehr so oft hat. Also man merkt einfach, der ist aus einer anderen Zeit und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den mal nachzuholen. Ja, dann habe ich anlässlich unseres, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir hatten vor einiger Zeit mit Timo, Etienne und Tobi Escher hatten wir ein Fußballspezial. Da haben wir auch über den Film Trautmann gesprochen. Der ist jetzt noch ein paar Tage in der ARD-Mediathek erhältlich. Da geht es um einen Deutschen, der als Kriegsgefangener in England landet und dort halt zu einem Torwart wird, zu einer Torwartlegende. Und ja, es ist deutsches, ein bisschen schmalziges, Geschichtskino. Aber nichtsdestotrotz, ich kannte die Geschichte von ihm nicht. Und ich konnte mir das einigermaßen gut angucken. Also wenn man, mit das Wunder von Bern leben kann, und da mit dem Schmalz. Gut. Ja, aber da ist auch Holzschmalz drin. Ja, ja, ja. Aber ist kein schlechter Film. Ist kein schlechter Film. Aber ich finde, Trautmann ist on par. Also es ist auf das gleiche Niveau. Dann haben wir noch einen schönen Psycho-Thriller in der Tele5-Mediathek mit Kevin Bacon. Fuck, von wann ist der? 99 oder so? Ja, was ist die Richtung? Schocktober-Film, den hatte ich da, glaube ich, damit dazugepackt damals. Deswegen. Stir of Echoes. Genau, Stir of Echoes heißt der. Es geht um einen Mann, Familienvater, der sich halt als Party-Gag mal auf einer Party bei sich zu Hause hypnotisieren lässt. Und ein Film, der Stimmen aus der Zwischenwelt heißt, oder beziehungsweise der den Untertitel Stimmen aus der Zwischenwelt trägt. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, nachdem er halt hypnotisiert worden ist. Er hört Stimmen aus der Zwischenwelt. Ich kann mich erinnern, als ich im Kino war, ich mochte die Pointe. Also werde ich jetzt natürlich nicht sagen, das war vielleicht auch noch so die Gnade der Jugend, dass man noch nicht so viel gesehen hat. Wenn du den Film jetzt siehst, dann weißt du sofort so,
Aber, also da werden so ein paar Bilder, so Einstellungen etabliert und weiß nicht ganz genau, was sie bedeuten. Und am Ende setzt sich alles wie so ein Puzzle zusammen. Und das fand ich ganz cool. Ja, ich habe übrigens, habt ihr mal das Sequel gesehen? Es gibt ja auch einen zweiten Teil. Ja, zweiten Teil habe ich nie gesehen. Geil. Also da kann ich sagen, Leute, macht ein richtig geiles Double Feature. Erst das Original mit Kevin Bacon und dann geht's sofort drastisch in den Keller mit Rob Lowe. Geil. Und dann der Stiefvater hinterher da auch noch mit allen Versionen. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, es ist auch jetzt länger her, dass wir den Schocktober dazu gemacht haben und ich bin eigentlich nicht so bei Geisterfilmen dann dabei, aber ich fand auch hier, der ist schön stimmungsvoll inszeniert und wie du gesagt hast, Wolf, so heutzutage wird man wahrscheinlich sehr schnell auf viele Sachen kommen, aber die Stimmung ist ja immer noch gut getan. Und ich mochte auch, wie halt Kevin Bacon so ein bisschen diesem Wahnsinn anheimfällt. Ja. Also wie er halt so immer mehr so halt an seinem eigenen Geist irgendwie zweifelt. Und ja, gerade diese eine Szene, wo er da im freien Oberkörper, glaube ich, im Garten rumbuddelt, wie so ein Irrer, finde ich, das macht er gut. Hat nach Schnapoiden gesucht. Ja. Oder nach Maxine. Einer, der am liebsten das Weite suchen möchte, das ist Liam Neeson in The Grey unter Wölfen. Einer der wenigen guten Filme von Joe Carnahan, glaube ich, ist es, ne? Ja, Joe Carnahan. Ja. Nein, ich will jetzt. Carnahan, Flug des Phönix, oder? Riecht das durcheinander? A-Team. A-Team, war auch, okay. Ja, gut. Ignore. Also The Grey unter Wölfen, muss ich sagen, ist ein echt richtig schöner Survival-Thriller. Es geht um, was sind die, glaube ich, irgendwelche Bohrarbeiter, Minenarbeiter, sonst irgendwas, sind zurück auf dem Weg in die Heimat aus der eisigen Einöde. Und ja, die Maschine stürzt ab und sie landen halt mitten in der Wildnis und müssen sich jetzt nicht nur gegen das kalte Wetter irgendwie wehren, sondern halt eben auch gegen ein Rudel Wölfe. Und das hat er eigentlich echt sehr anständig gemacht. Also ich finde den atmosphärisch cool. Liam Neeson ist da perfekt. Diese ganze Truppe sind zwar viele Arschlöcher so, aber macht irgendwie Spaß, den zuzuschauen. Plus diese Wölfe als Bedrohung. Also der Film. Ja, und das ist wieder so ein Ding. Macht Lust, dass man nicht da drin sein möchte. Mhm. So, ne? Also nicht in der gleichen Situation. Es kommt schon rüber, wo du denkst, ah, fuck, ey. Wir essen das jetzt einfach. Und ich finde, das ist wieder so ein Ding, ist einfach gut gecastet. Liam Neeson, so, also in den letzten Jahren, ich meine, gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Von daher wollen wir ihm ein bisschen da entgegenkommen. Aber ich hatte in den letzten Jahren oft das Gefühl, so der taucht auf und holt sich dann einfach sein Paycheck ab. So, der glaube ich, hat keinen wirklichen Bock mehr. Vielleicht kann er nicht mehr, vielleicht ist es beides. Aber in dem Film so irgendwie, die hatten, glaube ich, eine klare Vorstellung von der Rolle und da passt Liam Neeson einfach super drauf. Der macht so sein Ding, der macht nicht mehr, macht auch nicht weniger, der macht, wofür man ihn bezahlt. Sei Liam Neeson, okay. und auch sehr smart, ich finde so, man liest den Titel Unter Wölfen und man checkt, was man kriegt. So, das ist clever benannt, sag ich mal. Macht gleich ein bisschen Box. Oh, okay, Unterwölfen, geil. Nee, ist ganz gut. Komm mal gucken. Joe Carnahan soll ja den Darstellern, die da halt quasi eben diese Abgestürzten spielen, tatsächlich Wolfsfleisch serviert haben, um sie ein bisschen, wie man sagt, auf den Geschmack zu bringen. Ohne, dass sie es wissen? Nee, sie wussten es. Okay, gut. Also er hat ihnen angeboten, ey, hier, das Wolfsfleisch, weil wenn du da vielleicht mal bist, dass du mal wissen willst, worauf du dich einlassen musst. Und Liam Neeson hat's wohl gemacht. Hä, ich hätte es auch gegessen. Ja. Ja. Also, wenn das nicht gesundheitsbedenklich ist, Wolfsfleisch zu essen, so davon werden sich ja wahrscheinlich da auch Leute ernähren in solchen Notsituationen. Warum? Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen sprechen sollte, sich von diesem Fleisch zu ernähren, wenn du vielleicht schon mal in so einer Situation entwurmen bist. Extra und dann oder so. Schreibt er schon an seinem Skript für seinen Kannibalismus-Survival-Thriller. Mal gucken, womit ich durchkomme beim nächsten Mal. Ja. Habt ihr es rausgeschmeckt? Aber da sagst du was Schönes. Mal gucken, womit sie jetzt diesmal durchkommen. Und damit ist die Rede von unseren aktuellen Kinostarts diese Woche. Und es wird der große Millionen-Hit werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Previews, die jetzt schon letzte Woche waren, haben wohl schon 200.000 Leute allein hier in Deutschland irgendwie ins Kino gelockt. Ich einfach unverbesserlich 4 startet jetzt diese Woche. Und nachdem alles steht, Kopf ja nun gerade einen Rekord nach dem anderen bricht, beziehungsweise das Kinojahr mal wieder ein bisschen in die roten Zahlen, in die schwarzen Zahlen bringt, denke ich mal, wird es mit diesem Film das Gleiche sein. Handlung ist schnell erklärt. Sie leben jetzt inzwischen mit einem Kind, also mit einem Baby, also Babygruß am Start. Und gleichzeitig bringen sie halt wieder irgendwelche Bösewichte oder Superschurken zur Strecke. Und der aktuellste, den sie gerade zur Strecke gebracht haben, ein Mann, der sich in eine Kakerlake verwandelt hat, der schwört jetzt Rache und entführt, beziehungsweise schwört Rache, weshalb die eine Art Zeugenschutzprogramm eingehen müssen, die Familie Gru in einer neuen Nachbarschaft und dann wird das Baby entführt und den Rest könnt ihr euch denken. Ja.
Ja, und zwischendurch, also die Story ist wie eigentlich bei fast allen Filmen außer Teil 1, die danach kamen, vollkommen nebensächlich. Denn es geht vor allem wieder mal darum, dass man gewisse Action-Set-Pieces hat, wo es um einen Überfall, einen Einbruch oder irgendwie eine spektakuläre Raubaktion oder sowas geht. Oder halt eben, die Minions dürfen ihren Schabernack treiben und sind diesmal sogar mit Serum oder dank Serum zu Super-Minions geworden. Also, ich kann mich erinnern, als wir in der Pressevorführung waren, du kamst natürlich wieder mal zu spät als Letzter. Wir haben alle auf dich gewartet, das war richtig cool. Aber du hattest ja auch deine Kids dabei. Und deswegen, die Frage ist ja, wir können jetzt 4 Stunden über diesen Film reden, aber die Frage des Tages ist natürlich, wie gefällt dieser Film Kindern? Wie war das denn bei dir? Also, mein Sohn hat schon stellenweise gelacht. Der ist ja gut mitgegangen. Der hatte nur mal zur Einordnung, wie alt ist der? 10. Okay. Der hat hier und da gelacht, so fand es witzig und so weiter. Hat aber am Ende gesagt, hey, das war ein guter Film, aber, und ich zitiere wörtlich, aber kein prägender. Oh. Ja, also. Da lernt jemand vom Papa. Er sagte halt, ne, das kann man sich gut angucken, aber da bleibt nichts hängen. Also sagt er schon eben mit diesen 10 Jahren. Meine Tochter mit 7, die war etwas anders unterwegs beim Film. Die hat gar nicht so sehr auf die Gags geachtet oder gelacht, sondern die hat tatsächlich sich mehr in diesen Film fokussiert, auf die Geschichte, was da alles passiert, worum es da geht und so weiter und so fort. Ich glaube, bei der war so dieses Thema, sie sind jetzt quasi geheim. Also sie dürfen, und das ist so ein großes Ding für meine Tochter halt. Im Film ist es ja Thema, dass die Kleine einen anderen Namen benutzen soll als ihren eigenen. Und quasi lügen muss, um die Tarnung der Familie da aufrechtzuerhalten, was sie ja selbst nicht verkraftet. Und meine Tochter verkraftet sowas auch nicht. Die versteht das Konzept nicht, dass man lügen soll mit Erlaubnis, weil für sie bleibt es eine Lüge. Das fand ich auch tatsächlich dann mal einen spannenden Punkt, der so ein bisschen, sag ich mal, unsere Kinderbefindlichkeiten getroffen hat. Aber ansonsten so das Lachfest, also dass sie da so wirklich schreiend irgendwie die Arme in die Luft gerissen hat oder so, war es für sie nicht. Die war da mehr. Also du sagst, deine Tochter hat sich auf die Story konzentriert. Ja. Muss ich sagen, hat sie Übermenschliches geleistet. Weil das ist also, das ist so der Kritikpunkt, den ich an diesem, und wirklich, also nochmal, mir ist schon klar, der ist nicht für mich gemacht. Auch nicht für dich, so, das muss man immer so, also hier sitzen jetzt irgendwie Männer Mitte 40, die reden über Despicable Me. So, wir sind nicht die Zielgruppe, bei mir ist das schon klar, aber hier sitzen nun mal leider nicht unsere Kinder, sondern wir. Und ich fand den absolut ätzend. Und was mir so richtig auf den Sack ging bei dem Film, ist nämlich genau das, dass ich das Gefühl hatte, ey, Leute, erzählt mir doch mal eine Story. Das ist für mich eine 100-minütige Abfolge von 30-sekündigen TikToks. Ich finde das richtig anstrengend. Und ich verstehe, also auch hier, ich verstehe das Konzept. Es ist Slapstick, es ist ein bisschen lauter, es ist ein bisschen bunter. Aber also ich habe da wirklich durchgehend diesen roten Faden vermisst. Ey, das ist ein Film ganz im Ernst. Da dachte ich, so dieses Klischee, was man immer sagt, so Kinder sind so anspruchsvoll in der Wahl ihrer Unterhaltung, das ist Bullshit. Kinder lachen über jeden Scheiß. Oder wirklich, das ist kein Diss gegen Kinder. Deine Kinder haben gelacht, meine Kleine hat auch gelacht, die fand den auch unterhaltsam, ne? Aber also wenn mir noch mal jemand erzählen will, irgendwie, weißt du, Kinder haben so ein ganz feines Suspensorium dafür, irgendwie wie clever und elegant eine Geschichte aufgezogen, das ist einfach Bullshit. Die Minions kommen ins Bild, schreien, fallen um. Und irgendwann dachte ich so, worum geht's eigentlich nochmal? Ach ja, stimmt, es geht um diesen Bösewicht, der ein Hybrid ist aus Mensch und Kakerlake, so ein ganz weirdes Konzept. Dann geht's aber 45 Minuten was völlig anderes. Ja. Dann sehen wir die Mutter beim Einkaufen, wie sie alles umwirft, weil es eine einzige Slapstick-Parade ist. Und am Ende probieren sie irgendwie alles nochmal zusammenzuführen. Also ich fand den anstrengend. Ich fand ihn richtig, richtig anstrengend. Aber ich finde, das sind halt alle Filme, die sie bislang aus diesem Universum rausgequetscht haben. Also spätestens ab Teil 2, da war die Story eigentlich egal. Da ging es nur darum, dass es irgendwie ein Vehikel, oder so ein Motor, der halt da ist, der so ein bisschen was erzählt. Aber vor allem geht es genau um das, was du gesagt hast. Möglichst so viele Minion-Gags wie möglich da einfließen zu lassen und ansonsten vielleicht noch irgendwelche, ja, umherfliegenden Kamera-Action-Szenen irgendwie zu platzieren. Und mehr ist das nicht mehr. Ja, und also nochmal, ich glaube, man muss sich klar machen, wenn man nicht mehr erwartet oder vielleicht auch das ganz genau will, dann ist das absolut in Ordnung. Ey. Aber wenn man sich so tollkühn ist und vielleicht noch ein paar andere Ansprüche hat an einen Kinderfilm, der kann ja schnell sein und laut und bunt und auch slapstickig. Aber ich bin doch ganz sicher, dass man das irgendwie trotzdem in eine schönere und elegantere Geschichte einbinden kann. Und ich finde das probiert der Film ja gar nicht so. Deswegen, nee. Also mir ist schon klar, das Konzept ist was völlig anderes. Wie gesagt, ne, alles fein, ist nicht für mich gemacht. Aber
Also ich habe vor ein paar Wochen habe ich endlich ein Disney Plus Abo abgeschlossen, weil ich mit meiner Kleinen ganz viele Klassiker nachholen will, die sie alle nicht gesehen hat. So, und manche Filme waren dabei, die habe ich selber tatsächlich noch nicht gesehen oder hat seit langer Zeit nicht mehr gesehen, gerade so Disney, Pixar und so. Und ich muss sagen, so wenn du aus Despicable Me 4 kommst und dann zu Hause noch mal Rapunzel guckst, Tangled, oder was? Hä? Ja. Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das eine ist eine Geschichte. Ja, ja. Das ist eine Geschichte. Da ziehen, glaube ich, Kinder was raus. Ich bin auch bestens unterhalten. Ich verstehe jederzeit, worum es geht. Wo sind die Figuren gerade? Was sind die Stakes? Gut, böse? Ich weiß zu jeder Sekunde, worum es geht. Und bei dem Film, du könntest mich irgendwann rütteln. So, worum geht's jetzt gerade ganz konkret? Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nicht, die sind jetzt im Schloss. Ey, irgendwann sind sie in so einer Art Schule, ja? Und ich auch, ich saß dann so da und dachte mir, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ja, genau. Und warum sind wir jetzt hier so? Und dann ging's darum, dass sie irgendwas klauen müssen, so, ja? Aber warum sie das geklaut haben, war dann auch irgendwann vollkommen egal, weil dann schon wieder irgendjemand irgendwas gemacht hat, was es eben genau hinfällig macht, dass man das geklaut hat. So. Also irgendwie sowas war da. Also, ey, I don't care. Ich erfreue mich an den Minions. Da habe ich Spaß mit. Es gab so ein paar Momente, da musste ich halt auch lachen. So, wenn der da in diesen Automaten gesteckt wird und dann geht diese Farbbombe hoch. Sowas finde ich halt lustig. Es tut mir leid, da bin ich ein einfacher Typ. Ja, es ist halt Slapstick. So. Genau. Ich finde, da ist man ganz schnell bei so einer Grundsatzfrage. Also ich glaube, es ist müßig. Wir könnten uns jetzt 4 Stunden die Köpfe anschlagen, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Mich nervt so. Ich mag auch die Rabbits nicht. Das sind für mich die Rabbits nur halt in Gelb. Ja, ja. Das fand ich damals schon scheiße. Aber du sagst, du findest es lustig. Also wir hatten da jetzt recht. So, darum geht es mir gar nicht so. Aber für mich, ich habe gerade noch mal, als der Trailer lief, da dachte ich, das ist für mich die Kinderversion von so einem Michael Bay-Film. Also ganz im Ernst. Ja. Wo auch so alle Leute sagen, ja, aber es geht ja gar nicht um die Story. Es geht ja um und wie dein Hirn soll gefickt werden von diesen ganzen krassen Farben und alles das laute Schnell. Da denke ich mir, ja, ey, okay. Aber Michael Bay steht ja auch nicht ganz so unrecht in der Kritik. Und ich finde es immer so ein bisschen, man zieht sich dazu leicht aus der Affäre, wenn man sagt, ja, aber es ist ja auch nur ein Kinderfilm. Ja, aber auch die können ja was leisten. Auf der anderen Seite haben wir einen Alle-steht-Kopf, der halt deutlich mehr Geschichte erzählt und auch eben ein Riesenerfolg ist. So, ne? Ich meine, ey, die haben 4,5 Milliarden mit diesem Despicable Me-Film umgesetzt bislang. 4,5 Milliarden. Die werden Teufel tun, das zu ändern. Ja, natürlich. Ey, klar, also wenn Zahlen recht geben. Ja. So, ich denke gerade dran, ich habe hier mit Nicole ja für den Horror-Podcast, machen wir große Resident Evil-Retrospektive und gucken die ganzen Filme nochmal. Oh Gott. So, ey, und da dachte ich auch, ja klar, ich kann auch mich. Auch die Animationsfilme? Ich glaube, danach können wir nicht mehr. Okay. Ey, wir hatten wirklich vor, alle Filme an einem Tag zu gucken, nach 3 haben wir abgebrochen. Wirklich, nee, aber ich meine auch da, was, da kann ich mich jetzt irgendwie auf meine kleine Kiste stellen und wettern, dass die Filme eigentlich anders sein müssten, aber die gucken dann auf ihr Konto und sagen, ey, alles richtig gemacht, ja. Was wollt ihr? So, und haben also 7 Filme finanziert. Ja, ja. Und so ist für mich Despicable Me 4 auch. So, Kinder gehen da rein, die finden den lustig, alles cool. Wie gesagt, es ist kein Diss gegen Kinder, wenn die sich da irgendwie den Arsch ablachen, das ist ein Diss gegen diese fucking Filme. Ich mag die einfach nicht. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie einherbringen. Ich habe keinerlei Connection zu Despicable Me. Ich glaube, ich habe einen halben Film von dem mal im Fernsehen gesehen, als der gelaufen ist. Das reicht, dann weißt du. Dann kennst du ungefähr alles. Meine Nichte ist gerade 3 geworden. Für die wäre das vielleicht mit den bunten Bildern was ganz lustig. Ich habe die Minions. Nee, ich glaube, das ist zu anstrengend. Das, ist, schon, das ja. ist zu schnell und hektisch. Also, das würde ich auch noch nicht machen. Ich habe die Minions auch eher abgeschaltet, weil du so sie von wegen viele TikToks aufeinander das so bezeichnet hast. Das ist auch eher was ich so auf Facebook-Timelines von älteren Frauen gesehen habe, die meinen, sie sind lustig. Na, wo dann so Minions zitiert werden. Und ich musste bei eurem Gespräch jetzt so eher ein bisschen, auch wenn der Film nicht so extrem in der Richtung ist, aber es ist ja auch Illumination mit dem Mario-Film gewesen. Ja. Und das war auch einer, der nicht so extrem in die Richtung gegangen ist, aber der hat auch profitiert davon, wenn es ein guter Film gewesen wäre und nicht eine Ansammlung von Szenen, die gut genug ist, damit er eine Milliarde einspielt. Na, und vielleicht kann man das ja einherbringen. Vielleicht verzichtet man dann trotzdem nicht auf Geld, auch wenn eine vernünftige Story drin ist. Keine Ahnung, ob du das dann entminienten musst. Also ich sag mal so, der Mario-Film hat aber dann doch noch ein bisschen mehr. Ich meine ja, ne? Das ist nicht exakt jetzt hier das Gleiche, aber ich kann mich da auch erinnern, im Kino auch da der Maßstab, eher so alter, vergrämter Mann, der sich dann der dann guckt und alles. Oh, es ist auch richtige Farben für die Koopa Troopas und so weiter. Aber wenn ich das vergleiche mit, in Anführungsstrichen, richtigen, coolen Animationsfilmen, ob es jetzt Pixar oder alte Disney-Filme sind und eine gute Story drunter, schließt nicht aus, dass auch alle den Film mögen, der super erfolgreich ist. Du musst nicht eben nur auf die kleinste, flachste Nummer hingehen. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ich finde, das ist so ein Film, der erfordert ein gewisses Mindestalter. Ich glaube, das ist doch der erste, der USK 6 ist, ne? Kann das sein? Hat er? Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher,
Aber ich glaube ja, und die davor waren alle USK 0. Und ich erinnere mich deswegen dran, weil ich letztes Jahr mit meiner Tochter, da war sie glaube ich noch 6, haben wir so ein Spin-off gesehen. Ich weiß nicht, wie viel. Also Despicable Me ist die Hauptreihe? Genau, und dann gibt es 2 Minions-Filme. Dann haben wir den 2. gesehen. Auf der Suche nach dem Miniboss. Wo die in den 60ern oder 70ern sind oder so, kann das sein? Das kann der 1. gewesen sein. Also es gibt so wo du so eine Art Evolution der Minions mitbekommst. Ist das auch wichtig, welcher Film das war? Also wie, das spielt in den 70s und wir sehen so verschiedene Bösewichte. Der das eine muss hat so eine, der auf der Suche nach dem Miniboss sein. Genau. Wo sie dann am Ende Groove finden, so gesehen. Als wenn ich das noch weiß, das war so wo sie dann mit Groove glaube ich schon erst loslegen. So. Naja, auf jeden Fall, bei dem Film habe ich schon gemerkt, und wie gesagt, damals war meine Tochter noch ein Jahr jünger, die ist irgendwann, was ganz untypisch ist für sie, die ist richtig still geworden. Also normalerweise, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr Kinder habt, so, ne, die konzentrieren sich eine gewisse Zeit, aber irgendwann stehen die mal auf im Kino oder hippeln so ein bisschen hin und her, alles cool. Und ich habe gemerkt, dass sie richtig still wurde und sich irgendwie gar nicht mehr bewegt hat. Und da habe ich mich so runtergebeugt, ob alles gut ist bei ihr. Und sie war so ganz wortkarg. Und wir haben den dann zu Ende geguckt und ich habe sie gefragt, irgendwie, alles okay? Und sie meinte, nee, der Film, der war komisch. So, und ich habe echt gemerkt, das war ihr einfach zu viel. Das war, sie konnte nicht greifen, was da passiert. Also deswegen wollte ich nur noch mal sagen, das ist so ein Film, also da würde ich auf keinen Fall wirklich mit Kindern, die noch nicht 6 sind, würde ich da reingehen. Ich glaube, ist wirklich anstrengend. Und ich glaube, das ist das Ding, was bei meiner Tochter sich ebenfalls ausgewirkt hat. Die hat versucht, das da alles zu erfassen. Und das ist ein Bombardement an Informationen, an Farben, an Situationen, an Humor, an ständig permanent Bewegungen und Abläufen und so weiter. Plus noch dann, ey, da muss ein Mädchen einen falschen Namen sagen und sie darf das sagen, obwohl es nicht ihr richtiger Name ist. Oder? Also fand sie das krasser als den Body-Horror-Aspekt? Ja, ja. Bei 4 gibt's. Also meine Tochter hat null Probleme. Kakerlaken-Baby-Monster. So, Alter, was geht ab? Meine Tochter hat null Probleme mit Monstern oder sowas. Ja. Oder mit schaurigen Szenen, wo es irgendwie dunkel ist und donnert und sowas. Nee. Wenn irgendwie Geheimnisse sind oder jemand Verbot begeht, also ein Verbot missachtet, Tochter wirklich, die ist fertig. Fertig mit der Welt. Ja, und deswegen, ich habe richtig, das war genau das, was du gesagt hast, musste ich auch beobachten. Die wurde immer stiller. Und beziehungsweise hat da wirklich nur fasziniert hochgeguckt. Und ich glaube, das war halt einfach eben, da hat eine Menge gearbeitet, um das alles zu verarbeiten. Genau, Und da würde ich auch sagen, ja, unter 6, nee. Ja. Nicht. Ist eigentlich nicht zu verantworten. Ja. Okay, wir bleiben bei Cocomelon. Ja. Ja. Oder das fehlende Glied. Kennt ihr den noch? So ein Zeichentrickfilm aus Italien. Oh, shit, da klingelt was. Ja, das war auch gut. Können wir auch nochmal irgendwann drüber reden. So. Da haben wir 3 Experten zum Thema fehlende Glieder. Ja. Was ist das? Channing Tatum. Ja, das ist auch die Frage. Wer hat das zu verantworten? Da bringst du mich auf einen guten Punkt. Nämlich Film? To the Moon. Der wird ja auch älter, Channing Tatum. To the Moon startet jetzt bei uns im Kino. Ist eine Apple-Produktion, die aber jetzt halt bei uns nochmal einen Kinostart bekommt. Und handelt davon, dass in den 60er Jahren die NASA nicht so hoch im Kurs steht, beziehungsweise die Absicht von George Kennedy, einen Mann auf den Mond zu schicken, nicht so wirklich bei der Bevölkerung für Begeisterungsstürme sorgt. Gerade weil man gerade noch in Vietnam sich befindet und dort einen Krieg führt, bei dem keiner wirklich versteht, warum man ihn führt. Und deswegen taucht eines Tages ein Mann namens Mo Burkus, gespielt von Woody Harrelson, bei einer jungen Dame namens, ich glaube, wie heißt sie, Wendy, Jenny, gespielt von Scarlett Johansson auf und sagt sie, ey, pass auf, du bist die beste Werbefachfrau, die wir hier gerade haben. Sie ist so eine Art weiblicher Don Draper. Und sie soll jetzt dabei helfen, die NASA und die Mission Mond quasi aufzupolieren und irgendwie wieder ins Gespräch zu bringen, Gelder flüssig zu machen, Werbepartner zu organisieren. Das Image zu verbessern. Outside the box zu denken, ja. Und deswegen, geht sie aufs Testgelände der NASA und gerät dort an den Missionsleiter namens Cole, gespielt von Channing Tatum. Und der ist halt überhaupt nicht erfreut darüber, dass sie ja plötzlich da in sein Business reinfuhrwerkt. Aber wir wissen natürlich, wie es ist. Zwischen diesen beiden entspringt dann doch irgendwie ein Funke. Und sie landen gemeinsam auf dem Mond am Ende des Films. Nicht ganz. Es geht schon darum, dass die Apollo 11-Mission, dass die quasi auf den Weg gebracht werden soll. Aber was der Trailer auch schon verrät und was halt dann tatsächlich im Film Thema ist, Woody Harrelson als Geheimdienstmann, von dem keiner so wirklich weiß, wo er eigentlich herkommt, zu welcher Organisation gehört und vor allem wie er auch heißt, möchte halt sicher gehen, dass diese Mission ein voller Erfolg ist. Selbst wenn die Mission, die wirklich ins All geschickt wird, kein voller Erfolg ist. Und deswegen soll eine Art Mondlandung inszeniert werden.
Das ist Teil des Films oder Thema des Films. Und ich gucke mir diesen Film an und denk mir, Alter, der sieht schon verdammt gut aus. Der ist schon verdammt hochwertig gemacht. Wir haben unter anderem einen echten Raketenstart gefilmt und es fügt sich nahtlos in das Geschehen ein. Also ich habe nicht irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie aussieht wie CGI oder halt eben sich sehr absetzt von den real gedrehten Materialien. Dann hast du halt diese Screwball-Romanze zwischen Channing Tatum und Scarlett Johansson, wo man auch wieder bei dem Thema ist, was ist jetzt lustig? Ich lache über den Minion in dem Automaten, in dem die Farbbombe explodiert. Glaube ich, dass Channing Tatum und Scarlett Johansson die berühmte Chemie miteinander haben? Also ich weiß nicht, ob man das wirklich festmachen kann. Das ist etwas, was man subjektiv immer nur feststellt. Für den einen oder die andere haben die und die Chemie, Spencer Tracy und Catherine Hepburn und Doris Day und Rock Hudson. Für andere haben, weiß ich nicht. Freshe Referenzen. Ja, aber nein, pass auf. Das sind ja die Referenzen, an denen sich dieser Film orientiert. Ja, und denen er auch, sag ich mal, homagiert. So. Und ich muss sagen, ich fand, da war eine Chemie vorhanden, aber sie war nicht über alle Maßen. Und das trifft auf den ganzen Film zu. Da ist ein satirischer Aspekt vorhanden, aber nicht über alle Maßen. Und da ist ein romantischer Aspekt vorhanden, nicht über alle Maßen. Und da ist ein historisch zeitakkurater Aspekt vorhanden mit dieser Mondmission, der auch wirklich aufwendig in Szene gesetzt wird, aber auch nicht über alle Maßen. Also relativ unfokussiert also, ne? Und du hast am Ende einen Film, der sich so aus 3, 4 größeren Kernelementen zusammensetzt. Und ich muss sagen, mindestens 2 bleiben irgendwie auf der Strecke. Und du fühlt sich halt nicht stimmig an. So. Okay, also prognostizieren wir, das wird kein großer Erfolg. Ich bin gespannt. Würde mich sehr überraschen. Ganz ehrlich, weil also ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe mir auch schon sehr viel im privaten Rahmen davon erzählen lassen. Im Prinzip habe ich ihn gesehen, ohne ihn gesehen zu haben. So, da dachte ich, also der Elevator-Pitch, den finde ich schon sehr schwierig, das irgendwie kurz zusammenzufassen. Dann sehe ich die offiziellen Werbeposter, Scarlett Johansson und Channing Tatum. Und da spricht jetzt nicht der Neid aus mir, aber ich glaube, so langsam schließt sich auch das Fenster für die beiden, dass die allein so ein Publikumsmagnet sind, dass man in den neuen Film mit und von Scarlett Johansson rennt. Sehe ich nicht mehr. Ich glaube, die Zeit von so star-getragenen Filmen ist vorbei. Und aus meiner Perspektive, der größte Pferdefuß, dieser verdammte Film hat 100 Millionen Dollar gekostet. So, aber so langsam wird es doch allmählich echt grotesk. Ja. So, wäre ich Verschwörungstheoretiker, würde ich allmählich mutmaßen, dass das eine riesige Geldwaschmaschine ist. Aber so ein Apple-Film, wo es irgendwie um eine Screwball-Komödie vor dem Hintergrund von einer gefakten oder auch nicht Mondlandung geht, da nimmst du doch keine 100 Millionen Dollar in die Hand. Ey, es gibt in diesem Film gibt's eine Sequenz, wo sie den Bau einer Rakete zeigen, ja, also in so einem Zeitraffer, während Channing Tatum an dieser Rakete vorbeiläuft. Das sieht ultra gut aus. Ja, also klar, wirklich, cool. Aber deswegen rennt da keiner rein. Nee, und das meine ich halt. Und ich habe auch wirklich nicht verstanden, warum hat man diesen Film so aufgeblasen dafür, dass man eigentlich nur erzählen möchte, dass da halt so eine resolute Frau ist, die gänzlich entgegen aller Frauenklischees aus der damaligen Zeit irgendwie ist. Und da ist ein Mann, der die ganze Zeit irgendwelche Turtleneck-T-Shirts trägt, die komische Farben haben und der gar nicht will, dass diese Frau da ist. Und die müssen, also diese gegensätzlichen Charaktere müssen halt zusammenfinden. So, das ist ab der ersten Sekunde klar, wo die halt aufeinandertreffen. Und dafür aber trotzdem so viel Aufwand betreiben, weiß ich nicht. Weiß nicht, wem das was bringt. Wie viele Produzenten miteinander nicht gesprochen haben bei Apple. Naja, und gut, das Ding wurde ja mit von Scarlett Johansson produziert. Also die steckt damit. Weil du gerade auch hier Don Draper erwähnt hast. Und ich bin jetzt gerade wieder mal Mad Men Rewatch. Mhm. Und da dachte ich auch schon natürlich im kleineren Rahmen, aber es ist schon krass, wie viel Liebe zum Detail und Handwerk da reingesteckt werden muss, damit du zum Beispiel die 60s adäquat auf die Leinwand bringen kannst. Also, dass du das nicht mal ebenso runterproduzierst und die Leute kaufen dir ab, der spielt in den 60ern, ist mir schon klar, du musst da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Alright. Aber ich finde so allmählich, dass mittlerweile das jedes Augenmaß völlig verloren ist. Also da muss doch irgendein Buchhalter, Finanzhai, muss doch sagen, ja Leute, lass uns den Film machen, aber für 40 Millionen. Never ever gehen wir dafür doch 100 Millionen aus. Und ey, wenn du mir sagst, da ist eine geile Sequenz mit der Rakete, das ist super cool. Ich gucke mir das dann irgendwie auf YouTube an und denke, oh, das ist eine geile Sequenz im Film, den ich mir niemals angucken werde. Ja, und so, aber wie gesagt, das kann doch finanziell, das muss doch alles kurz vom Kollaps stehen, jetzt mal ehrlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Der Film hat mir nichts getan. Ich finde den Film nicht schlimm. Nee. Ja, also wirklich, der Film ist genießbar. Ja, der macht Spaß, den kannst du dir angucken. Der sieht gut aus. Wie gesagt, die spielen halbwegs vernünftig. Du hast auch ein paar humorvolle Momente drin. Und es ist schon so ein bisschen zynisch, ne?
wenn du halt irgendwie dann da siehst, dass da ja damals schon irgendwie Leute waren, die gesagt haben, ey, warum schicken wir Leute ins All, wenn wir hier auf der Erde genug Probleme haben, so, ja, und Leute halt wirklich zu überreden, also da sind so Momente drin, wo du halt auch wirklich merkst, dass andere Gelder oder andere Probleme quasi erstmal vernachlässigt wurden, um dieses Problem anzugehen, so, ja, und das, wenn man das überträgt auf die heutige Zeit, steckt da auch noch Potenzial in diesem Film drin, aber es passt da null rein, weil eigentlich willst du doch sehen, wie die beiden zueinander finden oder vielleicht irgendwie ein bisschen lustige Anekdoten über eine gefakte Raummission sehen, ja? Und zwischendurch, das habe ich ganz vergessen, zwischendurch kriegst du nochmal ernsthaft Drama, weil sie immer wieder auf die Apollo-1-Mission verweisen, die halt wirklich böse nach hinten losgegangen ist und das halt so ein bisschen der Antrieb für ein paar Figuren da ist, um es jetzt besser zu machen, so. Aber dann wird dieser Film wieder unerwartet ernst, ja? Und dann wunderst du dich auch nicht, warum das Ding 137 Minuten lang ist. Und ja, am Ende so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein uneindeutiges Gefühl da ist, wenn du aus diesem Film rausgehst. Also für mich wirkt das wie so ein Film, der natürlich nicht bewusst, das hat sich ja niemand so vorgenommen, aber der weiter dran arbeitet, Leute dazu zu erziehen, nicht mehr ins Kino zu gehen. Jetzt mal ehrlich, wenn ich so eine dicke Produktion sehe, 100 Millionen mit zwei großen Hollywood-Stars, deren Scheren vielleicht mittlerweile auch schon ein bisschen schwächer glimmt, aber trotzdem ist immer noch Scarlett Johansson und Channing Tatum und keine Sau interessiert's. Also was ist denn die Lektion, die sich so allmählich bei mir festsetzt? Ich muss nicht mehr ins Kino gehen, weil in zwei Monaten ist der eh bei Netflix. Apple. Oder bei Apple in dem Fall, so weißt du. Deswegen, also meine These ist gerade, dass wenn du nicht so einen krassen Eventfilm hast, bei dem die Leute auch ganz genau wissen, was sie bekommen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch, weil ihr vorhin über Fall Guy gesprochen habt. Ich glaube, ein Problem von diesem Film war auch, man wusste nicht, was man kriegt. Genau, man wusste nicht, was man kriegt. Und das kann natürlich auch ein Risiko sein, wenn du Leuten ganz klar sagst, was du bekommst, weil dann springen dir irgendwie ein paar Leute ab, die darauf keinen Bock haben. Aber alle anderen, die sind dann vielleicht erst interessiert. Und das ist für mich wieder so ein Fall. Also ich weiß nicht ganz genau, ist es eine Screwball-Komödie? Ist das jetzt irgendwie Blick hinter die Kulissen von NASA? Ist es was völlig anderes? Weiß ich nicht. Irgendwie ist es alles so ein bisschen. Auch die beiden habe ich schon mal gesehen, aber brennt jetzt auch nicht auf den Nägeln, unbedingt nochmal Channing Tatum zu sehen. So, und irgendwie und so allmählich setze ich das bei mir fest, ach, dafür brauche ich nicht ins Kino gehen. So, deswegen halte ich die Entwicklung gerade, ja genau, und das war mein Punkt. So, du brauchst einen Eventfilm. Sowas wie Barbie läuft, sowas wie Oppenheimer läuft, sowas wie Dune läuft. Das sind große Sachen. Das ist leicht zu vermarkten, der Elevator-Pitch dauert 4 Sekunden und jeder weiß ganz genau, was er kriegt. Und ich glaube, dagegen haben das solche Filme echt richtig schwer. Ich kann nur hoffen, dass der Film halt vor allem die Romantik-Liebhaber oder die Rom-Com-Fans irgendwie kriegt oder kriegen wird, eben weil der Fokus sehr auf diese Beziehung zwischen Channing Tatum und Scarlett Johansson gelegt wird oder beziehungsweise die Werbung sehr den Fokus darauf legt. Und nachdem dieser, wo die Lüge hinfällt, mit Sidney Sweeney und eben Glenn Powell. Ach ja. Der war ja halt schon sehr erfolgreich. Das war ja ein richtiger Überraschungshit. Der hat wahrscheinlich nicht 100 Millionen Dollar gekostet. Nee, der hat eben nicht 100 Millionen Dollar gekostet. Aber ich und Sidney Sweeney ist gerade auch heißer. Ja, ja. Also ich meine jetzt nicht. Keine Frage, aber Scarlett Johansson ist schon ein Name. Und ich hoffe halt wirklich, dass der Film vielleicht ja auch dann eben eine andere Generation als die jüngste Generation oder die momentan ja, meist angepeilte Generation, dass es halt eine andere Generation anspricht, dass halt, was ich, die 50-Jährigen halt sich von diesem Film deutlich mehr angesprochen fühlen, um dem vielleicht ein bisschen Beachtung zu schenken. Man erinnert sich zurück an dieser Ticket fürs Paradies, einen Film, den ich auch furchtbar fand, aber der hat echt nicht schlecht performt. Der hat hier gerade in Deutschland ziemlich viele Menschen ins Kino gelockt, aber weil es eben auch nicht einfach mehr war als Julia Roberts und George Clooney sind in irgendeinem schönen Urlaubsort und, ne, die beiden kenne ich noch. Genau, und das meine ich halt. Also ich hoffe halt, dass wenn der Film, sage ich mal, sein Budget irgendwie rechtfertigt, dass es halt vielleicht dann dadurch sein kann, dass eben Rom-Coms eben mittlerweile im Kino ja auch Mangelware sind. Und das vielleicht für Leute ein Anreiz ist, mal wieder sich eine Rom-Com anzugucken. Dann kriegen sie halt aber einen 100-Millionen-Blockbuster. Wenn die Zusammenfassung gewesen wäre, Channing Tatum und Scarlett Johansson faken die Mondlandung und verlieben sich, dann hätte man wahrscheinlich hier eher dann ja, direkt kapiert, worum es geht. Ja. Ey, keine Ahnung, vielleicht liege ich ja auch falsch und der macht so einen krassen Durchmarsch an den Kinokassen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch momentan. Ich bin da auch eher skeptisch. Ich gönne dem Film das, ich wünsche dem Film das, aber ich sehe es auch nicht. Ich sehe es nicht wirklich, weil das ist mir. Aber ich hoffe, ich liege falsch. Umso besser. Ja. Weil immerhin kommt er ja nicht direkt ins Streaming, sondern halt schon nochmal ins Kino. Und im Kino hat er, fürs Kino bietet er halt, wie gesagt, schon ein paar Bilder. Das will ich nicht abstreiten. Ja, ich bin da immer so ein bisschen. Und was ich auch noch kurz einmal hinzufügen wollte, bei Despicable Me, ja, wir haben viel kritisiert, aber ich wollte einmal noch hinzufügen, ich fand teilweise grafisch hat er, also tricktechnisch hat er schon noch mal ein bisschen
zugelegt. Also da waren so Wasseranimationen drin, wo ich sage, das sieht schon... Das ist schon Avatar. Das ist schon deutlich stärker als manche andere Wasseranimationen. Ja, ich habe neulich, weil ich ja erzählt habe, dass ich mit meiner kleinen Sachen nachhole, und ich habe neulich zum ersten Mal Vaiana gesehen. Ich weiß, ich bin spät dran und so. Aber da dachte ich auch, als ich das Wasser gesehen habe, holy shit, wie geil das aussieht. Also dagegen ist mir das bei Despicable Me jetzt nicht aufgefallen. Naja gut, da ist es auch nicht so großartig. Also bei Vaiana, die leben auf einer Insel und fahren das Meer. Ja, klar, aber also da siehst du, ja, aber nee, also mein Punkt ist, nur, wenn du so eine Story erzählst, dann weißt du aber auch, worauf du Wert legen musst. Und das war... Ja, nein, ich Vaiana, will ja ich will halt gar nicht, geil aus. Ich wollte einfach nur noch mal was Nettes zu Despicable Me sagen, weil ich finde, die haben tricktechnisch schon ein bisschen zugelegt. Ja, also gerade was so Oberflächen angeht und was halt auch Wasseranimationen anging, muss ich sagen, das fand ich schon ganz geil. Unreal Engine 5.15. Vielleicht. Aber, wo wir jetzt schon beim Thema Moon sind. Oder labern wir jetzt schon über eine Stunde hier? Nee, ne, das kann ich nicht. Nein, nicht ganz. Nein. 45 Minuten vielleicht. Also, wir machen kurz einen Break und dann kommen wir auf unser eigentliches Thema dieser Woche zu sprechen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. So. Falls ihr nicht zum Mond fliegen wollt, also nicht zu unserem Mond, sondern mal was Altes euch reinziehen möchtet, beziehungsweise Bock habt, auf Mond 44 zu landen oder vielleicht sich generell nochmal mit der Vita eines Mannes zu beschäftigen, der den Mond auf die Erde fallen lassen wollte. Ja, ja, ja. Wo wollte ich hin? Ach ja, Mond. Dann gibt's vielleicht für euch die ein oder andere Gelegenheit heute, denn wir sind hier zusammengekommen, um ein bisschen über Roland Emmerich zu sprechen. Denn das Schicksal möchte es, dass heute sein dritter und sein vierter Film nochmal wieder aufgeführt werden. Warum? Ja. Ich habe keine Ahnung. Danke. Ich habe keine Ahnung. Aber es war in der Liste von Blickpunkt Film wurden diese drei Filme, ich gucke auch hin, so, Joey? Der Joey? Und dann sehe ich Roland Emmerich. Und dann sehe ich noch Moon 44. Oh, was? Geil. Und dann tatsächlich ein Film, von dem man halt eher weniger mitkriegt, wenn man sich über Roland Emmerich unterhält. Hollywood Monster. Ist auch nicht ganz so unrecht. Aber ja, diese drei Filme werden heute nochmal wieder aufgeführt. Und ich hoffe, ihr lebt in entsprechenden Städten, die Kinos besitzen, die das halt auch mal, oder die den einen oder anderen davon zeigen. Ich sag mal, in Großstädten ist die Wahrscheinlichkeit größer als auf dem Land. Es ist kein Triple Feature oder so. Also in den Fällen kann man sich aussuchen, in welchen man rein wollen würde. Das würde mich wundern, wenn sie die drei Filme nur als Triple Feature hat. Komm, ist mal 5 Stunden Emmerich oder so. Kannst schon mal machen, ne? Ja, also drei, ja stimmt, 5 Stunden Emmerich, ja. Ja gut, aber dann kriegt ja niemand Moon 44 mit, weil nach Hollywood Monster gehen alle raus. da gehen alle nach Hause, ehrlich. Der wird als letztes gezeigt. Ja, so gesehen wäre das smarter, ey. Ja. So müsste das, glaube ich, machen. Ja, unser Spielbergle, wie man ihn früher genannt hat, muss ich auch dazu sagen, habe ich noch ein paar Sachen erfahren, die ich nicht wusste, gerade zu Moon 44. Aber ja, Joey ist der zweite Film, den er gemacht hat. Dann Hollywood Monster, was ich nicht ganz verstehe. Ach, war das andersrum tatsächlich? Ich meine schon, ich hätte gedacht, es wäre der dritte oder so gewesen. Echt? Moon 44? Nee. Ich meine, Moon 44 war der letzte. Hollywood Monster, Joey. Also von den dreien, und Moon das 44 ist, glaube ich, genau letzte. Die Reihenfolge. Erst ja. Joey, dann ihr Hollywood-Gelump und dann Moon 44. Ja. Und fangen wir doch chronologisch ganz vorne an, oder? Also, er hatte natürlich vorher noch, nachdem er, oder als Abschlussfilm seiner Studienzeit, dieses Arche-Noah-Prinzip gemacht. Habt ihr den mal gesehen? Nee. Lange her. Hab ich nicht gesehen. Nee? Da geht's da um zwei Astronauten auf einer Raumstation, die, sag ich mal, mit dieser Raumstation in der Lage sind, das Wetter zu beeinflussen. Und sie stellen fest, dass jetzt das Militär diese Technik missbrauchen will, um, wie war das? Ich glaube, den Einmarsch amerikanischer Truppen zu tarnen oder zu verschleiern, so. Und der eine findet es nicht gut und enttarnt das und deswegen werden zwei Soldaten auf diese Station geschickt, die wohl mit diesen beiden Jungs ins Gericht gehen sollen. Und der eine ist eher so ein typischer, weiß nicht, schräger Typ und der andere ist tatsächlich die Frau von einem der beiden Astronauten. Das war die Abschlussarbeit seiner Studienzeit. Und eben das erste, sag ich mal, Ausrufezeichen für Roland Emmerich, der dann im Jahr 1985 Joey gemacht hat. Ein Film, der komplett in Deutschland entstanden ist. Ein Film, der gefühlt jede Woche in Deutschland gelaufen ist. Sonntag nachmittags auf ProSieben. Ey, aber echt, ich kann mich erinnern, damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wir hatten damals immer die TV-Spielfilm, keine Werbung, ich werde nicht bezahlt, aber die lag da irgendwie immer so rum. Und ich weiß nicht, also gefühlt, ich habe natürlich auch sehr aufmerksam immer wie rumgeblättert, was kommt heute, was kommt morgen und so. Und ey, in jeder Ausgabe
ne, hat immer 2 Wochen umfasst, eine Ausgabe. Und irgendwie lief immer überall Joy. Also einmal in 14 Tagen lief der immer. Das war so weird. Der war irgendwie in dieser Rotation von den übernatürlichen Kinderfilmen oder so mit drin. Wenn du sowas wie Explorers, Flight of the Navigator oder sowas nimmst. Und Joel gehörte irgendwie zur Reihe mit dazu, hatte ich den Eindruck. Oder zumindest habe ich das damals so abgegeben. Ja, also das war... Ja, das fühlt sich auch ein bisschen so an. Also das passt da schon rein. Nicht nur das, ne? E.T., Poltergeist. Ja. Ganz heiß bisschen Goonies. Genau, ganz heiß bisschen Goonies. Ich meine, man muss ja einfach mal sagen, er hat hier Spielberg 1:1 durchexerziert. So von vorne bis hinten und hat versucht, so ein bisschen eigenen Touch reinzubringen, aber man merkt hier, das ist seine, sag ich mal, Liebeserklärung an Spielberg. Ja, aber ich finde das auch echt legitim. Also gerade wenn du so am Anfang deiner Karriere bist, hast vielleicht so die ersten Erfahrungen gesammelt, die ersten Vorschusslorbeeren vielleicht bekommen und orientierst dich jetzt natürlich an dem, was du kennst und vermeintlich auch kannst. Und es gibt ja auch so ein Zitat von ihm, wo er gesagt hat, irgendwie, also hier, so Kunstkacke, das ist immer ganz schön fürs Ego, aber das bringt Leute hier nicht ins Kino. Wir müssen, soll ich es vorlesen? Hast du es gerade da? Steht's da, ja. Sag mal. I want to make entertaining movies for a broad audience. Ja. Germany needs a film industry again. Making artsy movies may be nice for the ego, but it will not feed an industry. Entertaining the masses is a foundation, and that has been neglected here for a long time. People like Spielberg and George Lucas are showing the way. Why shouldn't we go in the same direction? We can do it too and we can do it cheaper. Ja, genau. Das ist nämlich auch so, also jetzt ohne zu weit vorzugreifen, aber ich glaube, deswegen hatte Emmerich dann irgendwie auch ein relativ gutes Standing in Hollywood und hatte echt so einen Durchmarsch, weil er es geschafft hat, seine auch höher budgetierten Filme on time abzuliefern und er ist im Budget geblieben. Ja. Hat sogar oftmals noch gedrückt. Also am Ende war es günstiger als das, was jemand bereit gewesen wäre zu zahlen. Und ich meine, ich weiß, es ist so ein Klischee, ne? Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Mentalität. So, ne? Ich muss jetzt hier abliefern. Es geht pünktlich um 9 geht das hier los beim Dreh, Freunde, ne? Und dann wird durchgemacht. So, und der war noch nie bei Kino Plus, ey. Ja, nee, genau, der würde hier eingehen. Ja. Ja, er war schon bei Kino Plus tatsächlich. Wir hatten ihn schon mal im Interview, aber ja. Nein, vorher würde hier. Nein, auf jeden Fall, also mein Punkt ist einfach nur, klar, ich gebe dir recht, als ich Joey nochmal gesehen habe, das ist schon krass, das ist halt wirklich original nochmal Poltergeist irgendwie mit einer ganz leicht deutschen Perspektive vielleicht, wenn man es reinlesen möchte, weiß ich nicht. Aber ich finde trotzdem, ich finde es am Anfang einer Karriere finde ich es noch okay, wenn du dich erstmal nicht allzu weit von dem, was du kennst, wegbewegst. Hast ja noch genug Zeit später, das zu machen. Ich war in Joey im Kino. Ich habe dieses Plakat gesehen, der kleine Junge mit seinem roten Telefon. Und ich fand das voll geil. Ich wollte das unbedingt sehen. Ja. Bin damals in eins der kleinsten Kinos, glaube ich, bei uns in Wiesbaden, bin ich reingegangen, da lief der. Und ich war von diesem Film fasziniert, weil er halt eben genau aussah wie all diese amerikanischen Filme, die ich schon irgendwie, von denen ich schon mitbekommen habe, beziehungsweise die ich schon teilweise gesehen habe. Das hat ja einfach diese ganze Vorstadt und dieses Lamellen-Feeling, wenn das Licht durch diese Lamellen scheint, das hat schon gereicht, um zu sagen, ich fühle mich wie bei E.T. oder wie bei Goonies oder sonst irgendwas. Und ja, wer Joey nicht kennt, es geht hier um einen kleinen Jungen, der hat gerade seinen Vater verloren, aber der ruft ihn über ein Spielzeugtelefon permanent an. Parallel dazu hat der Junge eine Puppe, eine Bauchrednerpuppe gefunden in einer Hausruine, die sich nahe seines eigenen Grundstücks befindet. Und er hat den Fehler gemacht, er hatte diese Puppe mit nach Hause genommen und mit dieser Puppe ist halt irgendwas schräg. Mhm. Und plötzlich fängt in Joeys Umfeld an, alles irgendwie ein bisschen übernatürlich und mysteriös zu werden. Ich sag dir, dafür, dass der immer nachmittags in meinem Fernsehen gelaufen ist, ich fand die schon relativ spooky, muss ich sagen, so als Kind, Jugendlicher, damals zu der Zeit. Ich bin aber auch, also einer meiner gruseligsten Filme damals war Poltergeist. Ich habe mich fast eingenässt, in den 80er als Kind. Wahnsinnig gruselig. Ja, also, als Kind. Das ist so ein Kinderfilm, aber guck noch mal Poltergeist, gerade so die letzten 20 Minuten, das ist apokalyptisch. Das und richtig und ab. Es gab keinen Film, von dem ich mehr Angst hatte als vor Poltergeist als Kind. Und nicht, dass das gleich, also wir haben ja schon geredet, was hier die Vorlagen und so weiter sind, aber es hatte so diesen Ton, gerade gegen Ende hin vor allem, ne, wenn dann alles anfängt so wild durcheinander zu gehen, das Telefon aufleuchtet und die Puppe noch mehr agiert und sowas. Ich finde den immer noch, ich habe den jetzt nicht nochmal geschaut, nur kurz nochmal reingeguckt, na, seit vielen Jahren nicht mehr, wo ich nicht mehr so viel Fernsehen schaue. Der läuft bestimmt immer noch regelmäßig irgendwo, aber das ist das, was ich abgespeichert habe von dem Film. Ich war nie begeistert als Film von dem, wo ich gesagt habe, da kannst du wirklich sagen, oh, der steht auf einer Stufe mit Spielberg und den anderen Sachen, aber er war stimmungsvoll und
scary. Ey, und er hat ja den ganzen geilen Scheiß. Der hat dann AT-AT in seinem Kinderzimmer stehen. Und der Falke fliegt, ne? Millennium-Falken fliegt er durch die Gegend. TIE Fighter ist da. Man sieht irgendwann so ein A-Team-Brettspiel, glaube ich, oder so. Naja, und eins von den Kindern hat so eine Darth Vader-Maske. Genau. Wird ja auch noch wichtig. Und der eine sieht noch aus als Imperator. Und eine Miss Piggy rennt da noch rum und so. Da waren ja wirklich alle möglichen. Dann hier dieses. Dann gibt's doch diesen geilen Moment, wenn dann dieses Spielzeug durch die Gegend fliegt. Dann gibt's, glaube ich, so eine Art Football-Helm, in dem sitzen dann Ernie aus der Sesamstraße und noch so ein Knuddelmonster. Und fliegen dann so durch die Gegend und so. Und super geil animiert. Schön. Man sieht ja, so schön. Das Compositing ist so richtig herrlich, übel. Richtig geil. Aber ja, ey, ich fand das faszinierend. Und vor allem, wenn sie dann in das Haus dieses Bauchredners gehen und sie landen dann in diesem Labyrinth, was ich gestern noch mal gesehen habe, Hellraiser kam erst später. Bisschen, ja. Und ich muss sagen, da hat Emmerich ein bisschen Hellraiser vorweggenommen, was so dieses Labyrinth, diese Labyrinth-Darstellung angeht. Sehe ich sie nur Clive Barker, der hinter im Kino in Wiesbaden im Kino hinter dir sitzt und notiert. Moment, lass mal das übernehmen. Ey, vielleicht. Hellraiser 2, ne? Mit ja, Hellraiser 2, genau. Leviathan und so. Genau, ja. Und ich muss sagen, kann ja sein. Making Contact, wie er in international hieß. Ja. War kein Erfolg, aber vielleicht hat man ihn doch gesehen. In Deutschland war es tatsächlich ein Hit, also ein relativ guter Hit. Über 400.000 Zuschauer irgendwie. Für so ein kleines. 86? 85. 85. Ja. Also irgendwie im Umfeld von Unendliche Geschichte. Vielleicht auch sagen, oh, noch mehr Fantasy. Naja, und ich kann mir vorstellen, dass das damals tatsächlich irgendwie auch eine kleine Sensation war. Irgendwie von einem Deutschen aus Deutschland kommt ein Film, der aber aussieht und wirkt wie ein Steven Spielberg-Film. Ja. Also klar, aus der Sicht von Leuten aus dem Jahr 2024 sind die Tricks rührend. Ja. Das ist schon süß, was sie da versucht haben, wenn die ausgeschnitten. Ja, diese mir allein, obwohl, ey, diese Szene, ne, wenn er da diesen kleinen, wie heißt der, Charlie, diesen R2D2-Klon, ja, wenn der ja. da im Garten durch die Gegend, ja, genau, wenn der da im Garten durch die Gegend eiert und dann kommen die Jungs aus der Schule mit diesen Panzern an. Ja. Und dann lässt Joey diese Panzer explodieren. Ich fand das super geil, weil ich unbedingt diese Panzer auch haben wollte. Ich fand diese richtig ja, cool. Ja, es kam schon. Kam ach, ich war schon ein spielzeugfixiertes Kind. Ja, aber also das ist mein Punkt. So, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der gerade hier relativ gut lief, weil man den auch super vermarkten kann. Ne? Ey, und jetzt mal ehrlich, ich gehe da als 8-, 7-, 9-Jähriger oder was weiß ich, gehe ich da ins Kino. Ich weiß nicht, dass das von einem Deutschen ist. Ich sehe da, ich sehe da halt einen Film, der aussieht wie der Film von dem Spielberg-Typ. Ja. So. Genau. Und auch die Schauspieler sind synchronisiert und wirken halt eben nicht wie deutsche Schauspieler. Und das war ja auch wieder so ein der Pragmatismus des Roland Emmerich. Er hat ja ziemlich viele Darsteller aus Joey von der Military Airbase sich geholt, so, damit halt eben einfach auch richtige Amerikaner vor der Kamera stehen. Und dann wirkt es halt auch einfach amerikanisch. Bam. So, ja, also clever. Es ist wahnsinnig clever. Und ich muss sagen, das ist so ein Plotpunkt, den habe ich aber fast ein bisschen vergessen. Ich werde es nicht spoilen, weil vielleicht geht ja jemand zum allerersten Mal in Joey. Aber ich muss sagen, also das Ende fand ich dann irgendwie auch konsequent. Sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, so ein Ende. Weiß ich nicht, ob man es heute noch so gemacht hätte. Nee, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, auch ein Produkt seiner Zeit, wo man denkt so, ah, ja. Okay. Gut, und, dass ich den alleine gucke und nicht mit meiner Tochter. Und ich glaube auch generell, die Tonalität würdest du heutzutage nicht mehr finden, weil der Film wird ja mal irgendwann richtig, das, was du gesagt hast, immer wenn man mal wieder über diesen Film spricht, dann hört man immer wieder auch oder liest man immer wieder auch so Leute, die dann sagen, boah, Alter, diese Puppe, die war echt mies und mit der, die hat mir Albträume beschert und so weiter. Und kann ich verstehen. Ich meine, der hat ja diese krass verzerrte Stimme. Ja. Geil nachgemacht. Also pantomimisch hätte ich sofort erkannt. Ey, das ist Joey. Bitte schneidet das unter Joey-Szenen einmal, diesen Soundeffekt. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Diese Puppe, die ist so weird, weil die sieht ja, eigentlich sieht die eher knuddelig aus. Die ist ja nicht per se designt wie etwas, was unheimlich wirken soll. Und ich muss sagen, es ist nur so ein kleines Detail, aber ich finde die auch wirklich gut vom Puppenmeister da gehandelt. Also so, wenn die zur Seite guckt, dass sich erst einmal die Augen bewegen und dann der Kopf. Das sind so mini kleine Details, aber ich finde, die wirkt wirklich einigermaßen. Und auch mit dem Monokel so. Und ja. Sagt dem Scheiße, er soll verschwinden. Also auf jeden Fall wirkt die Version der Puppe viel besser als quasi ihre schlechte Kopie in Hollywood Monster. Das war eine absolute Frechheit. Da würde ich sagen. Deswegen, also ich finde auch, der kommt jetzt vielleicht, was den Gruselfaktor angeht, jetzt auch nicht an so einen Poltergeist ran, ne, auf
Klar. Weiß ich nicht, ob er das auch wollte, bin ich auch nicht ganz sicher. Ich glaube, Emmerich wollte auch was anderes. Ja, da sieht man schon mal ein kleiner Teaser. So sieht die Puppe dann in Hollywood aus. Ich habe es Daniel gesagt, das war was ich komplett verdrängt habe. Nachdem ich diese Butler-Puppe gesehen habe, auf einmal kommt auch wieder so ein Strom an Gedanken dann wieder her. Also mir ist das präsent, aber den Film habe ich komplett vergessen. Ja, Dito. So ging es mir auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr von dem Film. Dann höre ich den Titelsong, dieses Imagination. Und ich dachte so, warte mal, jetzt, und dann kommt's, ne? Dann kommen diese ganzen Schlüsselmomente. Dann dieser Anfang, wenn sie halt auf der Couch rumknutschen und du siehst halt diese Hand von dem Killer mit dem Messer so, der da halt irgendwie so im Hintergrund angelatscht kommt. Ich so, ja, warte mal, das kenne ich doch. Und jetzt mach, pass auf, jetzt sagt er gleich das und das. Ja? Und so viele Sachen, wenn sie morgens beim Frühstück sind und er sich dann das Bier in die Cornflakes kippt, so. Das sind alles so Sachen, die hatte ich immer noch irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Und das wär mehr. Die dann immer wieder für so ein, das war so und so Gefühl irgendwie sorgte. Und auch dann, als diese Puppe, beziehungsweise dieser Butler zum ersten Mal zu sehen ist auf diesem Bild, wo ich mir dachte, stimmt, das war dieses Cover, wo du halt den Typ, dieses Schrumpelfieh vor dieser Uhr, also die Uhr steht vor ihm und er sitzt so hinter dieser Uhr auf dem Cover drauf siehst, so, ja. Hey, also dieses Schrumpelding. Ja, und hier geht's um zwei Jungs, Rowan und wie heißt er hier? Cameron? Nee. Rowan war Ferris Bueller. Ich hab ihn gestern nochmal geguckt. Ja. Ist ja auch wurscht, ist doch völlig egal, wie die heißen. Junge Filmemacher erben jetzt durch Zufall, erbt der eine einen Koffer, in dem sich halt eben die Uhr seines Großvaters befindet und da sind noch ein paar andere Krimskrams in diesem Koffer drin, unter anderem halt ein Bild und sie kriegen raus, dass da eigentlich irgendwie ein riesengroßes Erbe existieren müsste und eines Nachts kommt halt der Geist des Butlers aus dieser Uhr raus und ja, nistet sich halt in der Puppe des Butlers ein, die der eine halt für den Film gebastelt hat, den sie machen wollen und damit nimmt die Geschichte quasi ihren Lauf. Ist das der Trailer? Ja. Oder zeigen wir... Okay, also wenn noch jemand sagt, irgendwie diese neumodische Sitte, dass Trailer alles zeigen, wer ist in den letzten Jahren erst aufgekommen, nee, das ist ja gerade das Ende des Films, jetzt mal ohne Scheiß. Die zeigen einfach, wie der Film endet. Das ist der Hammer. Viel Liebe für das klassische Horrorkino. Wir sehen hier sehr viele Verweise auf das klassische Horrorkino. Unter anderem schauen Sie sich mal Night of Living Dead, schaut sich der Butler an, in seiner Puppengestalt. Und auch so siehst du halt zigtausend, weiß ich, Corman oder sonst irgendwelche Plakate im Hintergrund. Wo ich ein bisschen schmunzeln musste, es gibt einen Shot, das ist noch, ich glaube, bevor die Uhr das erste Mal den Geist entlässt, da sieht man, da fährt die Kamera an diesem Sims vorbei, auf dem diese Uhr steht. Und neben der Uhr steht ein kleiner Godzilla. Oh. Ja, also Emmerich hat viele Hints in diesen ersten drei Filmen versteckt. Wärst du nur ein Zitat geblieben. auf das, was da später nochmal kommen sollte. Aber ja, der Film ist viel zu lang. Und auch die Szenen. Ach, der ist zu lang, der ist zu wirr. Ja. Und jetzt gerade, als ich die Trailer-Szenen auch nochmal gesehen habe, ne, das dachte ich nämlich auch, als ich den erstmal geguckt habe. Ich weiß gar nicht, was der werden sollte. Sollte der eigentlich eher so ein Kinderfilm werden? Dann sind aber die beiden Hauptfiguren viel zu alt dafür. Da kann sich ja kein Kind mit denen identifizieren. Oder sollte der so Teenies ansprechen, die gerade anfangen rumzufummeln und sich für Horrorfilme zu interessieren? Aber dann hast du halt so eine sprechende, lustige, süße Butlerpuppe und das Finale ging so eine besessene Ritterrüstung und jemand haut mit Schaumstoffschwert darauf ein. Also der Ton ist so seltsam. Ja. Das finde ich konzeptionell, sehe ich nicht, was für eine Art von Film das eigentlich werden sollte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich den jetzt auch nochmal halt geguckt habe, als Auffrischung, dass Emmerich irgendwie versucht hat, weiß ich nicht, sowas wie Chucky und sowas wie... Ja, also pass auf, ne? Also sowas wie Chucky und sowas wie Weird Science miteinander. Ja, das schon eher. Ja, zu fusionieren. Ja, also du brauchst irgendeine Puppe wieder und du brauchst aber halt die zwei jungen Nerds irgendwie, ne? Lisa, der helle Wahnsinn. Ja, genau, ja. Lisa, der helle Wahnsinn. Aber ich glaube, das sollte schon auf diese Breakfast Club-Generation irgendwie einzahlen oder das sollte die ansprechen. Ja, und Weird Science, Manneke. Aber dafür ist der einfach zu kindisch. Wirklich, da musst du, da brauchst du irgendwie mehr... ich meine... Also mehr entweder Science-Fiction oder Gruselelemente oder die müssen mehr fummeln, sodass du das auch noch, ja, so ein bisschen die Porkies-Leute nimmst du auch noch mit. Ja, Porkies. Ja, Porkies. Aber so ein Ding, das setzt sich zwischen alle Schüler und dann, wie du gesagt hast, dann ist er noch viel zu lang, der geht 2 Stunden oder was, fast 2 Stunden. Und was nicht unbedingt daran liegt, dass er
irgendwelche Stationen drin hat, die man nicht unbedingt braucht. Davon hat er auch welche. Aber ich finde, das summiert sich alles zusammen, weil die Szenen an sich einfach viel zu lang ausgespielt werden. Jede einzelne Szene dauert viel zu lang. Ja. Ja. Der Einzige, der da meiner Ansicht nach raussticht, ist hier der Oberschurke. Hier legen sie sich nicht mit dem Stier an, sonst kriegen sie die Hörner zu spüren. Der Schuldirektor aus Dings, aus Breakfast Club. Wie heißt der? Dean? Heißt der Dean? Keine Ahnung mehr. Ah, warte. Mit seinen Piranhas. Paul Gleason. Ja, stimmt. Paul Gleason. Der sticht da so ein bisschen raus. Ist dann aber auch für mich so, den kennt man. Weißt du, that guy. Ja, ja. Der wertet den Film dann halt so ein kleines bisschen auf. Ich muss sagen, mein Highlight war, habe ich damals natürlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, Leonard Lansing zu sehen, der Wilsberg spielt. Und ich komme ja aus Münster und bin deswegen aufs Intimste vertraut mit Wilsberg. Und es war cool. Ich habe den gesehen, Alter, das ist doch Wilsberg, das ist doch geil. Und dann noch ein bisschen jünger und dann hat er so eine schwarze Haartracht und synchronisiert von Arne Elsholz, was natürlich jede Rolle aufwertet. Also da habe ich fast gehofft, ein Spin-off mit ihm hätte ich mir angeguckt. Aber da dachte ich auch wieder, das ist jetzt vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, mir ist schon klar, dass ich auch eine spezielle Perspektive habe oder wie wir alle, wir interessieren uns alle für Filme und sind in einem gewissen Alter. Mein Punkt ist, ich hätte mich wirklich mehr für die Machenschaften der Jungs, wie sie versuchen, einen Film auf die Beine zu stellen, interessiert. Schon klar, das hätte damals die Zielgruppe wahrscheinlich noch weniger interessiert. Aber da dachte ich, okay, so ja, die probieren gerade wie oben auf dem Dachboden so eine Animatronic selber zusammen zu basteln, weil die Horrorfilme mitmachen wollen. Und da dachte ich, ey, geil, zeig mir einfach das. Lass diesen ganzen übersinnigen Scheiß mit irgendeiner Puppe und mit einer Uhr und der Vater damals und wer hat wen eingemauert, interessiert mich nicht. Zeig mir einfach, wie die versuchen, Horrorfilme zu machen. Und vor allem, das ist ja das Krude. Es ist ja noch nicht mal der Erbe, der davon träumt, der Großvater eingemauert wurde, sondern es ist sein Kumpel, der plötzlich einen Albtraum hat, in dem er die Geschichte des Großvaters träumt und plötzlich dann die entscheidenden Hinweise hat, um die Geschichte voranzuführen. Also ich weiß nicht, was ich Emmerich da gedacht hat. So. Also keine Ahnung. Weiß er wahrscheinlich auch heute nicht mehr. Ey, und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ist natürlich auch eine subjektive Meinung, aber ich finde speziell den etwas breiteren Kollegen, der so den Ladiesman gibt. Der Warren. Das habe ich dem auch für keine Nanosekunde abgekauft. Nein. Also ich weiß nicht, ob der im Casting so gut war oder Emmerich meinte, der hat so viel komödiantisches Talent. Also ich meine, das kann ja eine Situation auch ein bisschen lustiger machen, wenn du jemanden als so einen absoluten Ladiesman oder er probiert zumindest ein Ladiesman zu sein, du den so castest, wie er vielleicht nicht klischeehaft aussieht. Also jetzt nicht der jockhafte Schönling. Das kann ja irgendwie auch lustig sein. Aber ich finde, da hat die Rolle überhaupt nicht zur Figur gepasst. Also jede Szene mit dem hat mich eigentlich fast mehr genervt. Dann hat er noch so eine lange, gezogene Sprechweise. Und ich dachte, boah, Alter, hast wieder am Valium geschnuppert oder was? Jetzt mach doch mal was, die Kamera läuft. Und hier Santiago Ziesmer synchronisiert dann den Fred. Fred heißt der andere. Das hat auch also das sollte, glaube ich, wirklich dann die Absicht sein, da den jungen Mann aus Breakfast Club hier den vielleicht? Ja, irgendwie so Erinnerungen dran zu wirken. Aber das, wie gesagt, also auch die Synchro tut dem Film da nicht unbedingt einen Gefallen, weil es halt eben alles so zerdehnt ist, was sie da reden und was sie da spielen. Ja, wundert man sich, weil Joey war eigentlich halbwegs solide, warum er jetzt da irgendwie, ich glaube, da hat er vielleicht ein bisschen mehr kreative Freiheit gehabt oder so. Keine Ahnung, es war ja auch mit seiner eigenen Zentropolis-Firma produziert. Ja, und dann kommt als nächstes. Wird's besser? Oh, Trommelwirbel. Ich würde sagen, ja. Ein bisschen? Es wird auf jeden Fall besser. Ich bin mal jetzt echt gespannt. Also es war ein Film, den ich als auch Jugendlicher und Kind eigentlich ganz gern geguckt habe, weil ich auch Science-Fiction-Fan gewesen bin. Klar. Und ich glaube, der einzige Film, der mich mit Michael Paris vertraut gemacht hat, weil ansonsten hätte sich keiner an den erinnert. Da war auch der Typ dabei aus Fright Night. Brian Thompson. Ja. Ja, Brian Thompson, aber auch der Nachtschlitzer aus City Cobra. Aber auch der Kleine hier, ne? Der Evil Ed auch. Ja. Ja, also die Verbindung ist auch einer meiner Lieblingsfilm aus der damaligen Zeit gewesen. Und, aber ich habe den auch wirklich schon ewig lang nicht mehr geschaut. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich den echt gemocht habe. Es war aber auch eben so die Ära, da habe ich auch so Filme wie Solar Babies oder so geschaut, wer sich noch daran erinnern kann, mit den Inline-Skatern im Weltraum und allem drum und dran. Oder The Last Starfighter. The Last Starfighter, aber das ist doch mal eine ganz andere Nummer jetzt hier. So, bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, weil ihr habt das ja jetzt aktuell noch. Moment, also hast du ihn jetzt nochmal nachgeholt? Nein, noch nicht. Ah, okay, also kannst jetzt nur aus deiner Erinnerung. Ich kann aus meiner Erinnerung schöpfen. Okay. Das war auf jeden Fall ein VHS-Film dann bei mir, den ich häufiger mal reingeguckt habe. Also ich muss sagen, von den dreien, die jetzt heute starten, ist das der rundeste von allen. Weil bei Joey muss ich sagen,
Bei Joey muss ich sagen, ist schon manches auch, wird ein bisschen offen gelassen. So. Da nehmen sie den leichtesten Ausweg, indem sie halt einfach gar nichts richtig erklären oder gar nichts dazu sagen und es einfach geschehen lassen. Und ich finde so hier, inszenatorisch und halt auch erzählerisch, kriegt er das da halbwegs gut zusammengepackt. Ich muss aber halt auch sagen, er macht es hier sowas von denkbar schwer wieder. Also er verkompliziert es unnötig. Auch etwas, was man meiner Ansicht nach in der späteren Vita von Roland Emmerich wiederfindet. Denn hier geht es darum, dass Knackis auf einem entfernten Mond, auf dem irgendwelche Rohstoffe gewonnen werden, Kampfhubschrauber steuern, fliegen sollen, um irgendwelche eventuellen Angriffe abzuwehren. Aber sie können halt nicht groß über diesen Mond fliegen, sondern müssen halt sich ständig durch irgendwelche Schluchten bewegen. Und dafür brauchen sie die Hilfe von jugendlichen Navigatoren. Und da fängt es meiner Ansicht nach schon an, dass es halt einfach unnötig kompliziert wird. Flieg durch diese scheiß Schlucht, engagier irgendwelche Knackis an, aber setz dir nicht noch irgendwelche komischen Co-Piloten an die Seite, die sie da durch die Gegend steuern. Das rafft doch kein Mensch. Ja, aber es bläht das Ganze irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen, aber dadurch hast du halt auch eine dir selber eine sehr leicht begehbare Brücke geschlagen, wie auch ein paar andere Figuren zu zeigen. Eben das halt nicht diese ultra-knurrigen. Sag mal, und der Blonde, sag mal, ist das der aus Bang Boom Bang? Ich glaube, das ist der aus Bang Boom Bang, ja. Alter, ich hab den Gesicht gedacht, wer ist denn dieser offenbar psychopathische Blonde Knacki da auf Mond 44? Und dann ist das der Typ aus Bang Boom. Ja. Aber gerade, und wenn jetzt, ja gut, wo du den schon ansprichst, das war eine Position, ich meine, ich habe den Film jetzt gestern gesehen. Das war so eine Position, wo ich mir gedacht habe, was willst denn du jetzt machen da, Emmerich? So, weil er ist derjenige ja, der, und das ist mir damals, als ich den Film zum ersten Mal nicht so gesehen habe, nicht so bewusst gewesen, der vergewaltigt ja diesen einen Jungen unter der Dusche. Ja, genau. Ja, und wo ich mir gedacht habe, also warum inszeniert Emmerich hier gerade Homosexualität in dem Kontext als so, also warum lässt er es so schlecht dastehen? So. Ja, da geht's ja weniger um Sex, da geht's ja um Dominanz. Ja, aber trotzdem ist es zu einer Zeit, in der eben Homosexualität nicht den besten Stand im Kino hatte, so. Und wo halt das Bild halt immer noch gefärbt war. Also ich meine, wir müssen ja auch nicht irgendwie darüber diskutieren, dass erst mit Philadelphia so ein bisschen sich alles gewandelt hat oder beziehungsweise ein deutlicher Wandlungsschritt in Sachen Homosexualität im Kino irgendwie vorhanden war oder beziehungsweise sich eingesetzt hat. Ja, also ich glaube auch hier wieder aus heutiger Perspektive würde man das wahrscheinlich ein bisschen anders beurteilen, aber ich glaube damals hat man das nicht so reflektiert und nicht drüber nachgedacht. Für mich ist Moon 44 ein solide produzierter, aber im Grunde ein relativ schmieriger, billiger Science-Fiction-Action-Film, der auch mitmachen will. So, der ist nicht, also wenn das deine Frage ist, ich habe den auch als sehr positiv in Erinnerung und also den guten Eindruck kann er nicht ins Jahr 2024. Ah, da widerspreche ich. Ja, okay, also für mich hat der, ich habe den besser abgespeichert, als ich den dann, der hat extrem viel Leerlauf. Ja. Also so ein bisschen, das ist nämlich das, was wir gerade auch bei Hollywood Monster schon beobachtet haben, dass sich Emmerich manchmal so ein bisschen verzettelt, so zu viel und dann nimmt das aber zu viel Platz ein und du denkst, ja komm Leute, jetzt komm, schneid weg, mach weiter im Plot. Und das hatte ich bei dem auch oft. Also das meine ich. Wie gesagt, er verzettelt sich meiner Ansicht nach mit so gewissen inhaltlichen Details oder halt auch inszenatorischen Details. Also ich finde, also für mich hat der Film so ein paar Probleme. Zum einen finde ich die Welt und das Setting nicht so wahnsinnig aufregend. So, das, also da ist jetzt wenig rauszuholen. So, da guckst du drauf und du siehst, ah, hier Mond 44, Ex-Knackis, irgendwie alles scheiße. Die Welt hat sich mir dadurch komplett erschlossen. Die Story ist so, ja, also wer jetzt irgendwie auf eine krasse, überbordende Actionsequenz mit vielleicht noch Außerirdischen oder Ähnlichem, man weiß ja nicht, Moon 44, was steckt hinter diesen seltsamen Angriffen, kriegst du auch nicht. Und die Hauptfigur, also auch hier Produkt seiner Zeit, damals waren Männer noch Männer, die waren stoisch, wortkarg, haben es einfach gemacht. Aber da dachte ich, boah, Alter, also wenn du wenigstens mal eine Augenbraue hochziehen würdest, dann wäre im Bild schon was los. Ey, wenn ich mit 4,7 Promille in einen komatösen Erschöpfungsschlaf falle und ich lieg da tot, habe ich mehr Mimik immer noch im Gesicht als der Typ. Wirklich, ey, also da dachte ich irgendwann so, ey, also ich mag auch diese Blicke zurück, aber da dachte ich, das strapaziert gerade schon so ein bisschen meine Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt mach mal irgendwie irgendwas. Also, ja, ich bringe dem Film eine gewisse Sympathie entgegen. Kann man gucken, wenn man sich fürs Frühwerk von Emmerich interessiert, aber
Mitgerissen war ich jetzt nicht. Ja, ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten, weil ich fand schon, man merkt am Anfang, Emmerich möchte seinen eigenen Blade Runner machen. Mhm. Ja, also sämtliche Ridley Scott Lichtkegel und Ventilatorenlichter und so weiter werden hier abgefeuert und ich glaube, es gibt keine Szene, in der nicht irgendein Licht flackert. So. Dann später wird es halt seinen Aliens von mir aus oder sein Alien. Und ich finde inhaltlich, es gibt am Anfang so eine Szene, wo Michael Paré einen Typ verarscht, der glaubt, er hätte seine Knarre in seine Gewalt gebracht. Und dann stellt sich irgendwann raus, ja, das war ja nur so eine Finte. Und da muss ich sagen, wenn man sich jetzt mal diese beiden anderen Filme vorher anschaut, also Joey und Hollywood Monster, hier schließt Emmerich dann doch deutlich mehr Klammern, die er halt irgendwie mal aufmacht. Die finden hier einen besseren Abschluss als noch in diesen beiden Filmen zuvor. Deswegen habe ich da nicht so ein, also finde ich das nicht so schlimm. Hinzu kommt, er geht ganze 20 Minuten weniger als ja, eben Hollywood Monster, was auch für sich spricht. Und ey, der Film wurde komplett in Deutschland in so einer alten Eisenfabrik gedreht. Und mir sind mal ein paar Sachen aufgefallen. Es gibt so eine Sequenz, da laufen diese ganzen Knackis von rechts nach links durchs Bild und immer wieder an diesen Hubschraubern vorbei, in denen sie sich, in die sie sich reinsetzen sollen. Ja. Und es wirkt wie eine richtig lange Sequenz. Und ich merke so irgendwas, nee, Moment mal, da war doch irgendwas anderes. Und dann spule ich nochmal zurück. Und dann siehst du halt immer, dass Emmerich und Devlin da so eine irgendwie schwarze Fläche noch rein positionieren, irgend so eine Säule oder sonst irgendwas, wo kurz gecuttet wird. Ja, klar, natürlich. Und dann laufen sie wieder an dem anderen. Und ich denke mir halt, ey, aber come on, das siehst du beim ersten Mal, wenn du nicht irgendwie ein geschultes Auge dafür hast, siehst du es nicht. Und es kommt dir vor, als laufen sie wirklich durch einen richtig langen Hangar und jeder steigt in seinen einzelnen Hubschrauber raus. Und das sind so Sachen, die ich dann jetzt doch deutlich mehr schätzen kann als damals so, ja. Wenn ich jetzt vor allem irgendwie weiß, das war der letzte Film, den er hier in Deutschland gedreht hat und eben halt dann alles nur in dieser einen Fabrik und mit auch halbwegs renommierten Stars. Malcolm McDowell ist noch mit dabei, wo man auch genau weiß, warum der mit dabei ist, ja. Und ich meine, ich mag Michael Paré, ja. Also ich bin großer Fan von Straßen in Flammen. Ich behaupte nie, dass er große Meme war. Du brauchst eine Projektionsfläche, ja. Genau. Aber wir haben ja auch noch den jungen Dean Devlin. Ja. Der dann hinzugezogen worden ist. Ich denke mal. Gesagt hat danach, nee, vor die Kamera nicht mehr, ich schreibe nur noch. Genau, ey, come on, der hat doch bestimmt Bock gehabt, das zu machen, oder? 100 Pro, ja. Das war quasi der Grundstein für die Zusammenarbeit. Und ey, alles in allem muss ich sagen, für einen Science-Fiction-Film aus Deutschland, aus den 90er Jahren, der trotzdem noch die Anmutung eines internationalen Films hat, finde ich. Doch, Moon 44. An Joey hängt mein Herz, auf dem lasse ich nichts kommen, so, ja. Aber vom Gesamteindruck muss ich sagen, kann ich mit Moon 44 gut leben. Du, ich finde, das ist auch kein Film, für den sich jetzt Emmerich schämen müsste, das nicht. Aber, also ich probiere das so ein bisschen zu trennen zwischen dem, was er ist und dem, wie er ist. Und was finde ich auch aller Ehren wert. Und also ähnlich wie du, ich finde auch handwerklich ist er wirklich, der sieht, für die Mittel, die er hatte damals, sieht er wirklich gut aus und so, der holt irgendwie echt das Beste raus. Klar, du siehst immer wieder die Miniaturen, wenn diese, also du siehst jedes Mal, wenn da so, ne, so ein kleines Plastikding da. Aber auch die Ideen, dann halt Charme. Mit der Kamera nah ranzugehen, plus immer diesen ganzen Dust, den er überall irgendwie reinstreut, so, ja. Selbst bei dir, ey, da am Anfang ist ja diese große Konferenz von diesem Konzern, um den es da ja geht, beziehungsweise dem Moon 44 gehört. So. Weyland Yutani da. Ja. Ich finde, das ist schon, wenn man sich das mal anguckt, so dieses ganze Setting, wie es ausgeleuchtet ist und so weiter, sowas siehst du heute nicht mehr wirklich oft. So, und das freut mich halt einfach. Ja, genau, das ist, glaube ich, so der Punkt. Also mich freut das auch tendenziell, sowas zu sehen, aber das ist so ein Film, an den darf man keine übermäßig Nein. So, das beginnt schon mit der Story-Erklärung per Text. Hier im Jahr was? 2038 sind alle natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht und die Welt wird jetzt von internationalen Megacorporations beherrscht. So weit weg wird es nicht sein. Ja, Moment, aber das war 1990. Genau. Das ist ja mein Punkt. So aus heutiger Sicht kickt mich das nicht mehr und deswegen sage ich, dass es damals irgendwie so ein Film war. Das war irgendwie damals so der gute Ton. Das war halt so Science-Fiction-Setting 00437, ziehst du aus der Schublade, haben schon 5000 gemacht, das ist für uns immer noch gut genug, zack, hier ist das Skript. Und so wirkt der Film auch. Und deswegen,
also auf jeden Fall, ich glaube, darauf können wir uns einigen, auf jeden Fall besser als Hollywood Monster. Auf jeden Fall, definitiv. Um Längen definitiv. Aber müsste ich diese drei alten Filme ranken, finde ich Joey tatsächlich noch am schönsten. Also das heißt, am befriedigendsten. Und deswegen ist für mich Moon 44 von den dreien auf dem zweiten Platz. Ist in der Mitte. Ja, das heißt, Moon 44 ist auch aus deiner Top 3 rausgeflogen. Ja, ich, ähnlich wie du, Gregor, du hast mich nämlich gefragt, so, was sind da eigentlich noch so deine Top 3 Emmerichs? Und da habe ich irgendwie, ich hab, glaube ich, aber eine Frage zumindest rausgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht Moon 44, weiß ich nicht, weil ich den halt auch so gut abgespeichert hatte. Aber ich muss sagen, jetzt doch, er fliegt leider aus der Top 3 raus bei mir. Also ich habe auch drüber nachgedacht, weil wir werden ja gleich hier nochmal durchgehen, weil ich muss schon gucken, weil, ob ich eine Top 3 Emmerich zusammenbekomme. Ich mag ein paar Filme. Na sicher. Aber ich sag, also er hat auch einen der Filme gemacht, den ich am meisten hasse, nämlich Godzilla. Da bin ich aus dem Kino rausgegangen. Ich kann mich heute noch erinnern, wie verärgert ich war danach. Ich habe den gehasst. Und ja, rate, wer ihn. Interessant. Rate ihn, wer ihn in seiner Top 3 hat. What? Okay, das ist ein guter Cliffhanger jetzt hier, ne? Yes. Ja, ich habe die beiden Herren mal gefragt nach ihren drei Lieblingsfilmen von Roland Emmerich. Joey ist jetzt so gesehen in deiner Top 3. Ja, den hattest du mir genannt. 44 dann doch eher durch Joey. Ja, also Joey ist drin, über den haben wir schon gesprochen. Und ja. Wolf hat Godzilla in seiner... Ja, aber gerade noch, oder? Hoffentlich? Ja, also wirklich, okay. Das ist so, ich nie im Leben ist Godzilla von Emmerich, von 98, ist auch nur annähernd in irgendeiner ernstzunehmenden besten Liste. Never, ever, ever. Aber wenn die Frage ist, ich muss meine drei... Lieblingsfilme? Und, also, was auf Platz 1 ist, glaube ich, das erschließt sich aus dem Kontext, müssen wir gar nicht sagen, deswegen reden wir erstmal über die anderen. Und dann habe ich halt nochmal geguckt, naja, was kann denn so von ihm? Da kann so Sachen wie hier Day After Tomorrow und 2012 und so. Und für mich gab das so eine Phase, da zählt auch Godzilla rein, die zog sich über mehrere Jahre, wo er im Prinzip wie eine Art von Film gemacht hat. So, der hat vielleicht das Setting und das Figurenpersonal leicht ausgetauscht, aber es ging im Prinzip um krawalliges Actionkino, Hirn ausmachen, Popcorn, Cola, Sommerblockbuster, halbwegs sympathische Figuren, du kannst ihnen folgen, du willst, dass sie nicht sterben und überleben und es muss die Leinwand wackeln. Und von all diesen Filmen gefällt mir tatsächlich Godzilla noch am besten. Also an dem habe ich bis heute wirklich mehr Spaß als an Day After Tomorrow oder 2012 oder so. Und also zum Beispiel so das vielleicht erste Drittel des Films finde ich ernsthaft wirklich richtig cool. Also der schafft es, die Stimmung. Du weißt, dass du einen fucking Godzilla-Film siehst, aber trotzdem schafft er das da, wie so ein Prickeln reinzubringen. So ein bisschen wie bei, ach komm, jetzt sage ich es einfach, ich meine, es liegt eh in der Luft. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Ich habe den gestern Nacht nochmal geguckt, das war der vierte Film. Da war es dann auch 3 Uhr morgens, das war eine richtig dumme Idee. Und dann dachte ich, ey, ich meine, so gesehen ist das schon frech. Das ist halt original Independence Day. Der dekliniert Independence Day von vorne bis hinten einfach durch. Nur, dass es hier nicht Aliens in riesigen Raumschiffen sind, sondern eine mutierte Monster-Echse. Aber ansonsten ist es der fucking selbe Film mit denselben Storybeats, einem fast austauschbaren Figurenpersonal. Es ist ein Emmerich-Film. Und weil ich Independence Day geil finde, habe ich auch Sympathien für Godzilla. Ich finde, der macht eine Menge richtig. So, also. Jetzt kannst du. Würde ich dir auch das als zugestehen, wenn du das so als Spektakel und Action-Kino nimmst, der ist auch handwerklich sehr gut gemacht. Das Ding ist, ich bin da super stark vorbelastet, weil ich bin mit Godzilla aufgewachsen quasi. Also ja, mit dem echten Godzilla, nein, also mit dem Film bin ich aufgewachsen und habe ja auf VHS alle rauf und runter geguckt. Ne? Und natürlich als Kind und Jugendlicher bildet sich so eine gewisse Art von Verbindung zu dieser Figur, wie sie auch dargestellt wurde. Ich habe auch alles von den verschiedenen Äras dann gesehen, die ernsthaften, die es früher gegeben hat, die Absurden, die du in den 70ern teilweise bekommen hast, mit Jet Jaguar, der dann groß wird und der ganze Quatsch, oder die Kakerlaken-Menschen aus dem Weltraum und so weiter. Und dann sehe ich diesen Film und dann, goldene Zeiten. Und dann hast du eben diese Echse, die nicht ansatzweise an Godzilla. Ich bin da wahrscheinlich wirklich sehr befangen. Ich habe auch den 2014er Godzilla gehasst ohne Ende. Sie sagen, weil er sehr viel von seinem Potenzial verspielt hat. Und ich habe nur noch dieses Ärgernis, daran kann ich mich erinnern. Wie ich rausgegangen bin mit meinem Kumpel, den Film damals 98 geschaut, wir sind zu Burger King gegangen, haben so einen Milchshake geholt und ich war so sauer, dass ich den im Einzug weggetrunken habe. Achso, ich dachte, du hast ihn cool gegen die Leinwand geworfen. Fick dich, Emmerich! War so weit weg. Wir hatten hier ein Kino in Hamburg, wo dann teilweise auch wirklich Rowdies gewesen. Ich weiß, bei Richie Rich haben die Leute Glasflaschen an die Leinwand geworfen, die zerbrochen ist. Nicht bei Godzilla. Alter Schwede. Du bist zu Richie Rich ins Kino? Mit meinem kleinen Bruder. Okay. Da haben wir uns Richie Rich angeguckt. Das war, man sich damals angeguckt. Das war noch das Kino direkt im Hauptbahnhof da vorne, wo Karstadt vorher. Also, das Streits. War es das Streits? Ich weiß nicht mehr. Das war auf jeden Fall das große Kino, nee. Was da direkt. Nee. Savoy. Gegenüber von der Wandelhalle.
Da gab es früher ein großes Kino in den 80ern und 90ern, bevor das dicht gemacht hat. Okay, da war ich noch nicht hier. Da warst du noch nicht hier, ne? Aber das war irgendwann so runtergekommen, dass einfach, da waren wirklich nur, sagen wir mal, unlautere Gestalten. Nichts, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gestehe dir das zu. Ich habe einfach einen zu großen Hass auf den Film, dass ich den irgendwie anders akzeptiere. Aber ich bin dir dankbar, dass du genau das gesagt hast, was ich auch gesagt hätte. Da habe ich mich nämlich auch schon, habe ich mir hitzige Wortgefechte mit Leuten geliefert. Ob man Godzilla jetzt geil findet oder nicht, den von Emmerich. Okay, ich weiß, ich bin in der Minderheit, alright, aber so macht's die Sache ja auch ein bisschen spannend. Aber trotzdem, wenn mir in die Augen guckt und mir sagt, dass der 2014er Godzilla, dass der mehr Spaß macht als der von Emmerich, dann sage ich, du lebst auf einem anderen Planeten, mein Freund. Wirklich, Spaß, du, nee, Spaß nicht. Du kannst, aber was auch immer du kritisieren kannst, aber das ist kein langweiliger Film. Der hält dich bei der Stange. Ich gebe zu, im letzten Drittel strauchelt er ein bisschen. Genau. Zu viel. Ja, wirklich. Also ich sag ja auch nicht, das ist nicht. Ey, die ganze Madison Square Garden Nummer oder was ist das? War zu lang. Ja, auch unnötig. Einfach unnötig. Nee, würde ich nicht sagen. Bisschen mehr Sequelties, der nie gekommen ist. Ja, aber auch hier wieder, das ist im Prinzip, das ist analog zu Independence Day. Du musst halt nach der globalen Vernichtung, musst du das Setting und die Linse ein bisschen enger fassen. Bei Independence Day sind sie in so einem winzig kleinen Schiff, in einem größeren Schiff, aber das Setting ist klein. Und bei Godzilla sind halt ein paar Leute in so einem Madison Square Garden. So, ja. Er hat genau dasselbe nochmal gemacht. Aber bei Independence Day habe ich parallel dazu noch eine Weltraumschlacht oder beziehungsweise eine Raumschiff- und Kampfjet-Schlacht. So, ne? Also deswegen finde ich, da geht er mit seinen Mitteln geschickter um als in Godzilla. Ja, auf jeden Fall. Und ey, ich betrachte Godzilla, also den Emmerich-Godzilla, nicht mehr als Godzilla-Film. Ich betrachte den als Popcorn, wie du es gesagt hast, Katastrophen-Popcorn-Film so. Für mich ist es halt hier, wie heißt es, Beast of 20,000 Feathers. Ja, ja. Das wollte der eigentlich machen und irgendwie hat er das Glück gehabt, dass Toho damals, glaube ich, nicht richtig gecheckt hat, was er ihnen da erzählt und sie gesagt haben, ja, mach einfach. Die haben ja nicht umsonst in Final Wars dann auf die Kante gegeben. Ey, aber wie gesagt, ich kann auch meinen Spaß inzwischen mit dem neuen Godzilla-Film haben, also mit dem Emmerich-Godzilla-Film haben. Ich betrachte ihn halt einfach nicht mehr als Godzilla. Ich weiß noch, ich habe den gesehen auf unserem US-Stützpunkt. Die hatten nämlich ein Kino und da musstest du keinen Ausweis vorzeigen, sondern einfach nur Dollar. Das heißt, wir haben uns halt Geld gewechselt in der Bank. Das ist mein Ausweis, Benjamin Franklin. Und dann sind wir halt ins amerikanische Kino gegangen und da konnte man alle Filmstarts eben zum amerikanischen Filmstart sehen und nicht zum deutschen. Und ich habe mich wirklich auf Godzilla gefreut. Ich war so dankbar für die Möglichkeit, in dieses amerikanische Kino zu gehen. Und ich gebe dir recht, der Anfang ist echt cool. Ich mag den Anfang auch. Wenn es einfach wenn das Teasing, wenn das Mysterium aufgebaut wird und so weiter. Und ja, auch wenn er dann noch. Wenn dieser Angler da in New York an dem Pier sitzt. Das sieht so cool aus. Hast du auch einen Trailer gesehen? Das ist ein richtig geiler Shot. Das sieht wirklich cool aus. Fand ich auch alles cool. Aber irgendwann leiert der Film für mich halt komplett aus. Und du stellst halt fest, nee, ein Godzilla-Film ist das hier nicht. Es ist irgendein Monsterfilm, aber es ist kein Godzilla-Film. Okay, ja, also das ist auch ein Kritikpunkt. Ich sehe das nicht so scharf, weil ich jetzt nicht so ein Godzilla Ultra Und ich wollte halt ich bin als Godzilla-Fan da rein. Ja, ich weiß. Und also ich glaube, du oder ihr seid ja auch in der Mehrheit. Das ist ja nur ein Kritikpunkt, den hat man immer wieder gehört. Zumindest in diesem Raum. Und das fing ja auch schon beim Design von Godzilla an, dass Godzilla nicht aussieht wie Godzilla. Und auch da, wirklich, ich weiß, das ist immer leicht zu sagen, wenn man nicht selber Teil des Fandoms ist, aber da dachte ich, ach Leute. Ja, ja, genau. Ja. Keine anderen. So, weißt du, heutzutage, wenn bei The Last of Us Serie, wenn Ellie nicht aussieht wie Ellie aus dem Spiel, feiern das alle super progressiv, super toll. Und bei Godzilla kriegen aber alle einen Meltdown, weil er nicht exakt so aussieht wie vor 40 Jahren der Mann in dem Gummianzug. Da denke ich mir so, das ist, glaube ich, der Kritik. Also wenn Godzilla Ellie spielen würde, das das wäre ganz geil. Nee, weil ich meine, so manchmal irgendwie ist es total wichtig und dann sagt man wieder, ach, ist doch gar nicht so wichtig. Und ich habe das Gefühl, da haben sich so sehr viele Leute versteift, dass der nicht exakt so aussieht. Es kommt aber auch immer darauf an, was du so als Gegenargument oder als Ausgleich oder als Entschädigung anbietest. Das ist für mich immer ganz wichtig. Wenn ich genug Entschädigungsmaterial habe in einem Film, dann ist es mir manchmal auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt so akkurat ist oder nicht so akkurat ist oder irgendwie was, andere Störfaktoren, irgendwie kann es runterdämpfen. So. Naja, da muss ich sagen, Independence Day, und das, da wären wir jetzt wieder bei Independence Day, bei dem Film, den wir alle genannt haben, außer Tino, der macht es meiner Ansicht nach deutlich besser. Und der war natürlich, keine Frage. Und ey, der kam genau zur richtigen Zeit, der hat genau die richtigen Schauwerte gebracht. Ich saß im Kino und denk mir nur, boah, geil, Alter. Ja. Wie dieses Chrysler Building auseinanderfetzt, oder das Empire State Building, was es war. Oder halt das Weiße Haus und so weiter und so fort. Das war echt. Da hat Volker Engel, der auch schon bei diesen ganzen alten Filmen für die Special Effects irgendwie zuständig war, ein ganz neues Game
erreicht. Ja, waren die Special Effects aber auch mit das Wichtigste, finde ich immer noch. Also ich habe den Film dann auch das tatsächlich im Kino verpasst. Also ein bisschen schade, weil das genau. Boah, das ist ärgerlich, ja. Das ist ärgerlich. Das ist einer meiner ersten VHS-Filme, die ich selbst ausgeliehen habe. Ich glaube Ace Ventura, der und Bubblegum Crisis, warum auch immer. Dann damals zu der Zeit. Und das Spektakel ist fantastisch. Ne? Also alleine der Money Shot mit dem weißen Haus, der wurde so oft damals auch in den Kinosendungen gezeigt. Ne? Und da wollte jeder da reinschauen. Ich finde immer, wenn ich den dann geschaut habe in der Nachfolge, so dieser der Klebstoff dazwischen, was mit den Menschen wieder passiert, wie du es typisch häufig dann später auch bei Emmerich gehabt hast, wenn du so ein 2012 nimmst, das ist ja auch als Kraut und Rüben. Und, aber da ist es wenigstens schön dumm. Da ist es ja, du hast mit Jeff Goldblum einen Sympath da und auch Will Smith dumm. Ist cool gewesen. Ja, aber bei... Wo ist es denn nicht dumm? Nein, ja, bei Independence Day versuchen sie es ja noch halbwegs. Ja, cool. Mit dem Virus... Ja, aber ich sag mal so, 2012, gehabt. 2012, wo dann der Schönheitschirurg von der Geliebten des russischen Oligarchen plötzlich in derselben Konstellation, also das fand ich schon alles noch ein bisschen eine Spur alberne. Es ist wesentlich stumpfer und noch dummer später bei Emmerich. Der hat sich einfach dann, okay, ja, dann hier Tricktechnik machen wir alles, Story scheißegal. Bei Independence Day merkst du zumindest ein bisschen noch was dabei. Trotzdem finde ich da das Effektgehasche viel stärker und viel wichtiger als jetzt dazwischen. Und du kannst dich immerhin noch an den Jeff Goldblum dranhängen, an Will Smith, der ganz cool gewesen ist, Alien puncht und Randy Quaid natürlich mit dem emotionalen Moment. Plus Bill Pullman mit der berühmten Rede. Ne? Ja, klar. Hallo, ich bin der leicht zu vergessene Bill Pullman. Sie kennen mich unter anderem aus Filmen hier. Lost Highway. Ja, zum Beispiel. Ja, also ich glaube, wenn man die Filme mal so quasi rekapituliert und in eine Reihe stellt, das ist, glaube ich, was die Filme von Emmerich ausmacht, weshalb die für eine gewisse Zeit, glaube ich, auch ganz gut funktioniert haben, dass sie nämlich bei allem Krawall und bei allen Schauwerten und letztendlich, klar, man geht rein, um zu sehen, wie die Welt wieder mal in die Luft gesprengt wird, von wem auch immer, Hauptsache irgendwas geht kaputt. Aber trotzdem hat er sich bemüht, irgendwie immer noch so einen menschlichen Kern zu haben. Save the dog. Und das ist, ja, ich meine, das ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen fast ins Klischee umgeschwungen. Also wenn ich bei 2012 dran denke, die Mutter hat einen neuen Freund und natürlich der Ex stirbt dann irgendwann, keiner kümmert's, aber Hauptsache, sie kommen mit dem Vater der Kinder wieder zusammen, weil ne, die Familienunit muss gewahrt bleiben, da stehen die Amerikaner drauf. So, also man kann das vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen, dass irgendwie immer so der klassische Status quo, Mann, Frau, Kinder, die gehören zusammen, da darf sich nichts ändern. Aber das ist, glaube ich, was ich nach wie vor bei den Filmen von Emmerich, zumindest so in diesem Segment, was ich noch so angenehm finde, weshalb mir andere Filme einer ähnlichen Art, wie so ein Pacific Rim oder die letzten Godzillas und so, mir gibt das nicht so viel, weil da spüre ich emotional nichts. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wie Nostalgie ist, ob das mittlerweile auch eine Frage des Alters ist, aber bei den guten alten Emmerichs, das sind jetzt keine Oscar-reif geschriebenen Figuren, die werden jetzt nie in die Weltliteratur eingehen. Aber trotzdem, die haben immer genug Charakter, dass ich verstehe, warum die so sind, wie sie sind. Ich verstehe ihre Dynamik, ich verstehe die Konflikte, die sie miteinander, untereinander haben. Und das nochmal ganz kurz irgendwie abschließend für mich zu Godzilla. Und in seinen besten Momenten schafft es Emmerich auch, die Balance zu halten. Also es geht dann vielleicht 5 Minuten um krasse Explosionen. Aber er hatte, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, wenn es zu viel ist. Und das ist nämlich auch was ich bei modernen Actionfilmen oftmals vermisse, so das Despicable Me 4 Symptom. Irgendwann denke ich so, okay. Cool down. Ja, genau, ist gut. Ihr könnt auch mal kurz einen Gang zurückschalten. So. Lass mal was wirken. Und deswegen finde ich diese Filme immer noch angenehm zu gucken. Klar sind die dumm. Du darfst nicht drüber nachdenken. Die sind klischeehaft, die sind blöd. Vielleicht auch nicht alle Tricks sind perfekt gealtert. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Day After Tomorrow jetzt auch lange nicht mehr gesehen, ob die Eisluftwelle da, ob das immer noch so geil wirkt wie damals. Weiß ich nicht. Aber sie machen es mir leicht, sie anzugucken, ohne dass ich Kopfschmerzen davon bekomme. Und das hatte Emmerich einfach drauf. Ja, aber ich glaube, dieses Mojo hat er ein bisschen entweder verloren oder aus den Augen oder beziehungsweise irgendwie fallen lassen. Weil wenn man sich mal so Filme anguckt, wie jetzt zuletzt Moonfall oder halt auch Midway oder halt oder auch das Sequel zu Independence Day. Ja, oder auch Independence Day 2, da Schrott. Das alles ganz too much. Ja. Immer noch einen drauf, immer zu viel, immer noch irgendwie eine Action-Szene oder irgendwie eine spektakuläre Fahrt oder sonst irgendwas hinterher. Und gerade diese drei Filme lassen echt das vermissen, was er eigentlich in den 90er Jahren irgendwie wirklich gut konnte. Ich meine, ich gucke mir tatsächlich auch gerne immer noch mal so einen Patrioten an. So, weil der mich irgendwie von seiner, auch wenn der auch echt immer wieder auf und ab hat und hier zig viele Phasen, aber irgendwie durch eben in Heath Ledger und Mel Gibson, die dann immer irgendwie zwischenmenschliche Scharmützel irgendwie noch dazu erleben,
finde ich den tragend. Also da läuft der für mich einigermaßen gut durch. Und ich finde, den letzten, ja, also den Film, den haben auch Tino und ich in unsere Top 3 gepackt. Also du hast Independence Day, Godzilla und Joey, ne? Und ich finde einen Film, wo es eben noch gelungen ist, eine Art Balance zu schaffen zwischen halbwegs Schauwerten, aber ich möchte auch mal was erzählen. Und wo wir jetzt beim Titel Weltliteratur sind oder bei dem Stichwort Weltliteratur. Ich habe Anonymous in meine Top 3 gepackt. Habt ihr den jemals gesehen? Nope. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber... Soll ich vielleicht nachholen, weiß ich, aber... Ey, ich muss sagen, ich habe mir den jetzt auch nochmal zur Vorbereitung angeguckt, neben den drei alten. Ich finde den Film echt, das ist mutig, was Emmerich hier macht. Er greift nämlich halt diese ganze Kontroverse um William Shakespeare auf, dass der halt nie diese Werke geschrieben hat, die ihm alle angedichtet werden oder von dem behauptet wird, dass sie von ihm stammen, weil er halt eigentlich Analphabet war und diese Schriften, diese Stücke, die man halt irgendwie überliefert hat, alle irgendwie verschiedene Handschriften hat und so. Und dieser Film stellt halt die Geschichte dar, wie es eigentlich gewesen sein soll. Dass nämlich hier der, irgendein Adeliger, der Graf von Essex, glaube ich, ne, nicht von Essex, von Oxford, genau, der ist eigentlich verantwortlich für diese ganzen Stücke wie Romeo und Julia oder Hamlet und so weiter, ja. Hat die über einen Mittelsmann quasi ins Theater gebracht und weil der Autor, den er angesprochen hat, dass sich nicht so richtig traut, mit als Fake-Autor ans Tageslicht zu gehen, übernimmt halt ein Schauspieler namens William Shakespeare die Rolle des Autoren und präsentiert sich fortan als derjenige, der Romeo und Julia, Hamlet und wie sie alle heißen präsentiert hat. Während es in Wahrheit, und das ist das Schöne, wenn man jetzt Game of Thrones bzw. House of the Dragons verfolgt, wenn man dann hier Rhys Ifans in einer historischen Rolle sieht, der hier der eigentliche Strippenzieher ist, wie halt auch schon bei House of the Dragon als Otto Hightower. Ey, du hast einen guten Cast mit vielen coolen Leuten. Vicky Krieps ist mit dabei noch. Xavier Samuel, wie er heißt. Und noch ein paar andere Gesichter, die man von Emmerichs Filmen auch erkennt. Oder die halt eben noch nie vorher zu sehen waren. Und wie der das so verwebt mit der alten Zeit. Es sind drei verschiedene Zeitebenen, auf der das spielt. Und eben, ja, einfach mal auch dann vielleicht Lust macht, sich mit dem Thema Shakespeare auseinanderzusetzen. Wie wichtig waren diese Werke? Eben fürs einfache Volk oder eben halt auch für die Krone. Gleichzeitig, wie wahr ist das, was wir von Shakespeare wissen? Wir kriegen ja auch immer nur mit, oh, das ist ein Shakespeare-Stück oder das ist hier eine Shakespeare-Verfilmung, viel Lärm um nichts und was weiß ich, was wir alles gesehen haben, König, King Lear und sein oder nicht sein und so weiter und so fort. Und was der da erzählt, es ist schon zumindest mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen, ob das wirklich alles so stimmt, wie es gesagt wird. Es wird heftig drum gestritten, schon seit Jahrhunderten, ob das so alles so war oder nicht. Und dementsprechend finde ich es schon allein spannend. Wie Oliver Stone's JFK für die Literaturszene. Mhm. Könnte man meinen, wie gesagt, Lee Oswald hat die geschrieben, die Stücke, ne? Man findet hier und da wirklich hartnäckige und auch aussagekräftige Argumente dafür, dass es halt schon alles so ist, wie es irgendwie erzählt wird. Aber vielleicht hier und da mal ein paar Zweifel anmerken. Fand ich nicht verkehrt. Und der Film ist so auch knapp 2 Stunden lang und verwebt da wirklich eine Menge. Ja, mit halt englischem Königshaus, wer da irgendwie welchen Bastard gezeugt hat und welche irgendwie Thronfolge jetzt plötzlich manipuliert wird oder halt wohin geschickt wird, damit irgendjemand anderes auf dem Thron landet und so weiter. Plus noch irgendwie die Liebe zum Theater und also ist eine Menge drin. Und am Ende kommt die Flutwelle. Nee, aber ich finde, es ist mal ein herausstechender Emmerich-Film aus eben diesem ganzen Katastrophenkino, was er gemacht hat. Oder eben aus den Actionfilmen, die er gemacht hat. Also ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte, der hat in den letzten Jahren wirklich nur dem Katastrophenfilm hinterhergejagt. Ja, das ist also zumindest... Das ist ein paar Jahre her jetzt, ne? Das ist schon deutlich, das war vor Independence Day 2. Ach, wirklich? Ja, ja. Okay. Ja. Also der Grund, warum ich nicht den auf die Liste genommen habe, sondern Godzilla, war nicht nur, dass ich Leute triggern wollte... Es ist fast zu einfach. Nee, ich habe Anonymous tatsächlich noch nicht gesehen. Ich will darauf hinaus, ich kann mir vorstellen, wenn ich den heute Abend noch gucken sollte, dass ich Godzilla sofort rausschmeiße und den draufsetze. Aber, und ich weiß, das spricht nicht für mich, aber der macht mich null an. Ey. Absolut null. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Vielleicht wäre es anders, wenn ich nicht wüsste, es ist ein Emmerich-Film. Die Story an sich, also da habe ich auch schon langweiligere Sachen gehört. Da denke ich mir, ja, okay, da kannst du vielleicht einen geilen Film... Als wäre ich so immun dagegen. So, ich sehe auch einen Trailer, ich sehe, was du mir erzählst, und ich denke die ganze Zeit, nee.
Ich keine Ahnung, nee. Ey. Ich weiß nicht warum. Ich habe damals auch gedacht, boah, ich meine, ich habe mir im Rahmen meiner Tätigkeit angeguckt und dementsprechend war ich nicht so ganz sicher, was ich mich da jetzt erwartet. Aber ich war überrascht, wie gut der Film mich, sag ich mal, für eine Stunde da wirklich in dieses viktorianische England reinzieht und mir diese ganze Geschichte quasi aufbereitet. Dann ist mal so ein bisschen Hängerphase, sage ich auch. Aber gerade zum Ende hin wird es halt nochmal spannend, gerade wenn es darum geht, nicht zu enthüllen oder eben zu enthüllen, wer William Shakespeare oder der Autor von diesen Stücken halt wirklich war. Und wie auch Emmerich da agiert, sag ich mal, inszenatorisch, da waren schon ein paar coole Momente dabei, wie dann halt am Anfang, wir sehen dieses Bild von New York, ist tatsächlich das erste Bild, was man sieht. Und es ist dann halt ein Theaterstück, mit dem es halt in New York der Jetztzeit losgeht. Und dann geht es so nahtlos in die alte Zeit über. Also da hat Emmerich nochmal ein bisschen was rausgeholt an, sag ich mal, Inszenierungstricks, die man vorher von ihm noch nicht so gesehen hatte. Was kann er machen, wenn er nicht alles explodieren lassen kann? Genau, genau. Ja, also, den haben Tino und ich. Joey hat auch bei Tino in die Liste gefunden. Und dann hat er noch einen Film, der ebenfalls bei mir und bei dir und bei mir auf der Liste gelandet ist. Nämlich Universal Soldier. Wir sind einfach gestrickt. Ja, ich muss aber sagen, ich mag diesen Film. Ich mag ihn wirklich. Er vereint zwei meiner Videothekenhelden. Ja, absolut. Er greift schamlos ein Thema auf, das schon andere Filme zuvor, sag ich mal, an den Mann gebracht haben. Ob es jetzt, weiß ich nicht, Robocop war oder Terminator oder was weiß ich was, so, ja, Paco, die Kampfmaschine. Es ist himmelschreiend alles zusammengeklaut. Es ist wirklich so oft bei Emmerich. Alles zusammengeschustert, so. Aber ich habe das gern geguckt. Aber Jean-Claude Van Damme. Oberkörperfrei. Ja. Und viele Action und auch wirklich, ey, diese Verfolgungsjagd, wenn sie da mit dem Truck auf dieser Klippe oder auf diesem Canyon da oder diesem Canyonberg da langfahren, das sind schon geile Bilder. Also, ich mag den. Kann man eigentlich nicht so viel groß dazu beifügen als eben Action-Fan. Der damals haben Frauen geraucht, hast du gesehen? Crazy. Aus welcher abgefahrenen Paralleldimension stammt dieser Film? Oh, und bis heute möchte ich gern dieses Steak essen oder diesen Schnitzelteller, den ich da. Er wird heutzutage ein bisschen extra teuer sein. Nee, ich mag den Film sehr gerne, muss ich sagen. Und auch hier, du hast häufig mal einen Van Damme in der Rolle gehabt, auch so Traumata überwinden und sich als Held so herausstellen und zu der Blütezeit von einem Dings der Dolph Lundgren oder so, oder war zumindest noch gegen Ende hin. So, dann war das die richtige Zeit für das Thema. Wir haben gemerkt bei Expendables, wie scheiße das zusammenkommen kann, wenn das nicht zur richtigen Zeit alles passiert. Und war ein netter kleiner Farbtupfer damals. Also für mich auch einer meiner Faves. Ich kann mich erinnern, weil wir angefangen haben mit Filmen, die damals im Free TV liefen, dass irgendwann auch mal Universal Soldier auf RTL lief oder so im Nachtprogramm. 20 Minuten. Da war ich beim Kumpel, hab da übernachtet und wir haben rechtzeitig eingeschaltet. Und dann hat entweder die Programmzeitschrift einen Fehler gemacht oder im RTL-Programm hat sich was verschoben. Wir haben ins Ende geschaltet. Der lief nämlich seit anderthalb Stunden. Wir haben voll gefreut, gleich Universal Soldier, Cola aufgemacht. Wir haben damals noch keinen Alkohol getrunken. Und dann waren wir nach 3 Minuten vorbei. Wir dachten, ey, fuck, vielleicht habe ich deswegen irgendwie auch, emotional bin ich da auch ein bisschen verbaut, was Universal Soldier angeht. Ja. Also ich mag den auch sehr, ist echt charmant. Ey, ich meine, es war sein... Hat bei mir nie so ganz geklickt. Es war sein Durchbruch in Hollywood, so gesehen. Oder so wie gesagt, es war sein Einstand in Hollywood. Nach Moon 44 ist er nach Hollywood gegangen, weil die Kritiken hier in Deutschland zu schlecht für Moon 44 waren. Er ist nach Hollywood gegangen, er hat einen Film übernommen, für den unter anderem Ridley Scott, glaube ich, beziehungsweise es gab einen Film, den sollte Ridley Scott machen, mit Sylvester Stallone und Kim Basinger in der Hauptrolle, die in einem Highspeed-Zug in der Zukunft durch die Gegend rasen und dieser Zug wird, glaube ich, von Aliens angegriffen oder irgendwelche Monster tauchen. Ich möchte den jetzt sehen. Ja, ohne Scheiß. Und Stallone muss sich halt durch diesen Zug kämpfen. Geil. Ich liebe es. Ja, ohne Scheiß. Fantastisch. Wo ist dieser Film, Mann? Aus diesem Film. Aber klar, To the Moon, 100 Millionen auf jeden Fall. Legen wir auf den Tisch. Ja, auf jeden Fall ist aus diesem Film leider nie was geworden. Ridley Scott hat sich wohl da, glaube ich, auch ein bisschen mit Joel Silver und Carolco Pictures überworfen. So. Und Roland Emmerich war als Second Unit Director für diesen Film vorgesehen. Und dann gab es aber halt Probleme bei Universal Soldier. Den sollte eigentlich mal Andrew Davis machen. Wenn ich mich recht entsinne, ist das der Mann, der Auf der Flucht gemacht hat. Harrison Ford. Ja. Und
Ja, der ist dann abgesprungen und dann haben sie quasi Dean Devlin und Roland Emmerich dazu gezogen, die aus 23 Millionen Dollar über 80 gemacht haben. So. Also es war ein erster Erfolg für ihn. Und der, sag ich mal, Einstieg, der Durchbruch ist bei dir quasi noch in der Liste, ist bei dir so auf 1, glaube ich, wenn du es richtig genannt hast, war dann Stargate. Darauf habe ich ja nur gewartet, dass jemand von euch Stargate nimmt. Ja, Stargate, wo ich genau verstehen kann, warum du den magst. Ich will da noch mal dranhängen, also klar, Sci-Fi von wegen, ich finde auch so mit dem Spannungsaufbau und du hast zwei, also gerade James Bader hat einfach so eine ikonische Figur geschaffen, dann mit Daniel Jackson. Ich bin da noch vorbelastet durch die Serie, die im Anschluss dann gekommen ist, die natürlich vom Ton und charakterlich recht anders gewesen ist. Der Colonel O'Neill aus dem Film hier mit Kurt Russell hat nicht viel mit MacGyver zu tun, den wir dann in der Serie hatten. Der ist da wesentlich entspannter und lockerer drauf. Aber Michael Shanks war ein guter, also der in der Serie gespielt hat, Daniel Jackson, Ersatz für James Spader. Bildgewaltig hat natürlich jetzt hier, spielt so ein bisschen rein in diese ganze, oh, Ancient Aliens, wer hat wirklich die Kulturen erschaffen, mit dem kann ich heutzutage ein bisschen weniger anfangen, aber ich fand damals, dass ich den gesehen habe, der hat, wie gesagt, den guten Spannungsaufbau, interessante so Premise, wenn es dann so weitergeht, was erwartet einen, sobald sie durch das Tor dann durchgehen, und sie haben auch diesen ägyptischen Look dann gut getroffen. Also es war ein Film, der hat mich als Sci-Fi-Fan richtig gut abgeholt. Ey, und ich muss halt auch mal sagen, ne, Kurt Russell zu dem Zeitpunkt 1994, da wusste man schon so ein bisschen, was man erwarten darf, beziehungsweise was man zumindest von ihm kriegt. So. Es ist so hart am Anfang, wenn du dann siehst, eben hier so, hier klopft an der Tür, aber ist gerade dabei, sich wegen dem Tod seines Kindes schön in den Kopf zu ballern. Und ich mochte das auch, also die Spannung, was ist bloß hinter diesem Sternentor so, was wird sich da verbergen, dass man dann so eine Art ägyptische Zivilisation findet, fand ich von den Bildern her sehr dankbar. Und ich mag den, wie heißt der? Oh, der, du meinst von Crying Game? Ja. Ra hat er, glaube ich, da gespielt, oder? Ra. Hieß der Ra? Ist er einfach nur Ra? Ich muss gucken, welche Rolle das gewesen ist. Aber es war der Schauspieler, der natürlich Jay Davidson war es, ja. Jay Davidson, weltberühmt geworden durch eine ganz bestimmte Szene in The Crying Game. Und ich glaube, nach Stargate auch nicht mehr viel gemacht, oder? Nee. Das hat ihn gebrochen. Ich glaube, ja. Ich meine, der ist mehr, glaube ich, so ein bisschen so eine Handvoll Rollen, aber eher so in die Model-Szene gegangen. Ja, hier also das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Film habe, was du gerade gesagt hast. Ich fand nämlich, dass diese Frage, was ist hinter dem Tor, war keine Frage, weil wir alle wussten, was in dem Tor ist. Die landen entweder im alten Ägypten oder in einer Weltraumversion von Ägypten, aber die landen irgendwie in einem ägyptischen Setting. So, deswegen hat sich das für mich, also das war jetzt nicht so der Aufhänger, beziehungsweise das war kein Mysterium für mich. Mich hat dann gestört, dass die nicht noch mehr draus gemacht haben. Also ich finde dafür, für diese einigermaßen völlig bekloppte Ausgangslage, dass sie durch so ein Sterntor irgendwie in so einer Ägypten-Version landen, war mir dann doch zu wenig Ägypten-Flair tatsächlich. Das fand ich alles so ein bisschen, mir hat's nicht gereicht. Ich wollte mehr. Ich wollte mehr Ägypten. Ich weiß nicht ganz genau, was ich wollte. Entweder noch größer oder vielleicht irgendwie noch ernster und düsterer und noch ein bisschen realistischer. Und es war irgendwie irgendwo so in der Mitte. Es war ein Science-Fiction-Film, ist ja schon klar. Aber mich hat das Versprechen, Science Fiction in Ägypten hat er nicht komplett eingelöst. Ich habe, das werde ich nie vergessen, ich habe auch in der TV-Spielfilm, wir haben die TV-Spielfilm damals gelesen, ich habe es gesagt. Ich auch. Wir alle. Da gab es einen Satz in der Kritik und den fand ich so gut, den weiß ich noch bis heute. Ich glaube, die haben den Daumen runtergegeben. Ja, mittlerweile hat sich das natürlich geändert. Das war die Redakteure von vor 30 Jahren. Ja, okay. Aber der Satz lautete: Kann diese Science-Fiction-Schmonzette wirklich ernst gemeint sein? Ey, bis heute, ich ziehe den Hut vor dem Schreiberling, der diesen Satz einfach mal so locker in den Block gehustet hat. Finde ich geil. Und also ganz so drastisch habe ich es nicht gesehen, aber mir hat auch ein bisschen was gefehlt. Der hat mehr Potenzial, als er tatsächlich am Ende nach Hause fährt. Ja, das, also will ich, also jetzt inzwischen hat er bei tvspielfilm.de einen Daumen nach oben. Ja, natürlich. Ja. Das ist auch absolut legitim. Ich glaube, mit dem Fazit, wenn ich das nur als einzelnen Film auch sehen würde, weil für mich eben nochmal 10 Staffeln Stargate-Serie plus Spin-Offs plus x-fach nochmal dranhängt, wo sie wesentlich mehr aus dem Ganzen gemacht haben. Ja, ja, ich meine, also hättest du gerne mehr gehabt, also dass sie in mehreren Welten landen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe, gut, ich kann das dem Film nicht vorwerfen, aber deswegen hat er bei mir emotional nicht so resoniert. Ich hätte mir mehr den eigentlichen
Legenden- und Mystery-Aspekt, den Ägypten für mich immer so hat als Kind. Also wie wir alle wahrscheinlich so 80er, 90er Kinder, Ägypten war total faszinierend und so. Und da dachte ich, da wäre noch mehr aus der Ästhetik, aus der Bildsprache rauszuholen. Und sie haben sich ja sehr schnell dafür entschieden, natürlich ist es ein Science-Fiction-Film, aber in diese Science-Fiction-Richtung zu gehen. Und ich dachte, da ist wie, es ist mir zu wenig. Ägypten ist für mich creepy. Ägypten ist für mich, das sind so alte Mumien, das sind die Hieroglyphen und das sind so Fackeln an der Wand und so. Hätte man davon nicht ein bisschen mehr zu diesem ganzen Science-Fiction-Ding, dann wäre es für mich richtig rund gewesen. Und so hat er hat nicht ganz das eingelöst, was er bei mir hätte einlösen müssen, um mich da komplett zufrieden rauszulassen. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich hatte da tatsächlich, ich habe den erst auf VHS kennengelernt. Mich hat er nicht im Kino so interessiert. Aber für mich war das so ein richtig schöner, ja, den holst du, also, ja, man kann ja fast schon sagen Blockbuster, ne? Also, ja. So ein kleiner Blockbuster, den man sich so aus der Videothek ausleiht, weil man ihn im Kino verpasst hat. Und dann freut man sich, dass man halbwegs vernünftige Schauwerte mit einem halbwegs vernünftigen Cast in kompakt in seiner Videokassette da mit sich nach Hause genommen hat. So. Und deswegen, ich fand ihn überraschend, dass der mir so gut gefällt. Aber irgendwie mochte ich das alles, dieses Kennenlernen von der menschlichen Zivilisation mit dieser außerirdischen Zivilisation. Und dann Dieser Puzzle-Aspekt auch noch. Genau, also ja, genau, also für mich war dieser Aufbau von wegen, oh, das, warte mal, das ist so, lösen wir das Rätsel. Genau, wie, ja, kann, das es, auch cool, wie kann es sein, dass, wie kann es sein, dass diese Teile der, weiß ich nicht, plötzlich da auftauchen, weißt du, also dieses Zusammensetzen aus, ja, das macht die auch. Warum ist unsere ägyptische Mythologie ähnlich zu dieser ägyptischen Daseinsform so, ja, oder außerirdischen Form, und diesen Übergang, wie kann es sein, dass Teile davon plötzlich bei uns auftauchen, das fand ich halt spannend. Und ja, mit dem Raumschiff, auch mit der Ballerei durch die Wüste da rennen und so, das war alles. Naja, und ich finde, das zeigt wieder dafür, dass, es war ein Beweis dafür, dass Emmerich oder irgendjemand aus dem Team immer ein ganz gutes Gespür hatte für so populäre Mythen, die man geil im Rahmen eines dicken Blockbusters verarbeiten kann. Ja. Bei Independence Day sind es halt Aliens, die sich hinter dem Mond so langsam bereiten. Roswell. So, genau. Also, Area 51. Genau, Area 51 und so, Sir, das ist nicht ganz korrekt. Ja. So, solche Sachen, weißt du. Hundertprozentiges Dementi. Ja, genau. Hundertprozentig glaubwürdiges Dementi. Ja, genau. Hier bei Stargate, so diese, da gibt es ja auch bestimmt bis heute ein paar Freaks, die glauben, irgendwie die Pyramiden wurden von außerirdischen Zivilisationen. Manche Anhänger der Präastronautik glauben. Ja, genau. Erich von Däniken zieht heute noch irgendwie den Hut. Und bei 2012, so der Inka-Kalender, der sagt, also weißt du, der hat irgendwie einfach Sachen genommen, die schon da waren, und einfach einen dicken, fetten Film drauf gemacht. Ich finde halt, bis 2012 ging es dann auch noch. So bei Moonfall mit diesem Hohlmond, das war dann schon wieder. Da hat man. Spur zu drüber. Genau, da hat man dann auch nicht so die Schwingungen erkannt, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt diese zurückgezogenen Nerds sind, die irgendwelche, sag ich mal, Theorien in die Welt posaunen, dass die vielleicht die idealste Identifikationsfigur sind. Meine Grenze mit Glaubwürdigkeit ist the core. So. Ja, also das ist natürlich auch nochmal. Na gut, da sind wir ja wieder in einem anderen Kaliber. Das ist, aber ich meine, guck mal, wir haben doch jetzt irgendwie zumindest ansatzweise ein paar durchaus auch immer unterschiedliche Filme besprochen. Wir sind an bei Joey, dann haben wir über Anonymous geredet, Independence Day, Stargate und so. Und ich glaube, dass es mal ein gewisses Zeitfenster gab, da hat Emmerich verlässlich abgeliefert. Also man kann sich überschreiten, wie wer, also welchen Film auf welches Ranking setzt. Und ich sag nach wie vor, ich weiß, Godzilla ist kein geiler Film, aber kommt mal alle runter. Unter den Emmerich-Filmen. Guckt den jetzt noch mal, probiert mal irgendwie eure Godzilla-Liebe auszuschalten. Der ist völlig in Ordnung. So. Und ich glaube, deswegen war der einfach so ein verlässlicher Arbeiter für Hollywood. Der hat ein Budget, das hat er nie gerissen. Der hat immer on time abgeliefert. Und der hat verdammt noch mal Ärsche in die Kinos gebracht. Und dann hat das in den letzten Jahren irgendwie verloren. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Irgendwann, ne? Wie alt ist der? Ist der 60 oder was? Wie alt war doch bestimmt auch, um einiges älter, würde ich sogar schon sagen. Noch älter sogar schon? Moment, stimmt, mal Ende einmal. 60 hätte ich jetzt gesagt. Einmal. Ja, okay, ja, so Mitte, Ende 60 oder was? 1955 ist er geboren. Ja, guck mal. Krass, dann ist er jetzt 70. Ja. Ja. So, ja. Also vor dem Hintergrund ist es dann vielleicht auch okay. Irgendwann. So, genau, irgendwann ist dann halt so. Deswegen kann man vielleicht jetzt auch nicht so sauer sein, dass so Moonfall jetzt nicht mehr so die Brillanz von so einem Independence Day hatte. Und bei Independence Day musst du sagen, er hat eben einen der damals wichtigsten Hollywood-Blockbuster geschaffen, einer der wichtigsten Filme der Kinogeschichte. Aus dem Nichts, ne? Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Auch da habe ich einen sehr coolen Satz zu Independence Day gelesen.
Independence Day ist gleichzeitig der Höhe, Tief und Endpunkt eines gesamten Genres. Ja. Da muss ich sagen, ja. Ja. Es ist alles eigentlich. Okay. Hat er nicht ganz Unrecht. Ja, genau. So, und deswegen, also, wenn man Emmerich hört, so ist gefühlt erstmal immer so ein bisschen so eine Lachnummer, so der krawallige Idiot, der irgendwie nur alles zum Explodieren bringt und aber dahinter steckt nichts. Und ich finde, dass die Wahrheit dann doch vielleicht ein bisschen diffiziler ist. Genau. Also, wenn man sich das nochmal anguckt, so in der Rückschau, der hat schon ein paar wirklich ganz gute Sachen abgegeben. Genau. Und inzwischen urteilt die TV-Spielfilm über Stargate: starker Budenzauber in perfekter Optik. Budenzauber. Ey, machen wir das nächste Mal das Wolfgang Petersen Special? Oh, das können wir auch mal machen, ja? Das können wir auch mal machen. Das können wir auch mal machen. Gut, aber ihr könnt gerne mal zum einen unserem Supporters Club beitreten. Das würde uns freuen, das würde uns helfen. Vielen Dank an dieser Stelle für die, die es bisher schon getan haben. Und ansonsten könnt ihr gerne mal eure Top 3 Emmerich-Filme in die Kommentare schreiben. Wir machen es extra nicht schwer mit Top 5 und sowas. Ja, das ist hilflich. Vielleicht wird es ein bisschen schwieriger. Schreibt den gleich für zweimal. Aber ja, schreibt entweder eure 3 Lieblinge oder die 3 von eurer Meinung nach besten Filme von Roland Emmerich in die Kommentare. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Wolf und bei Gregor. Mit denen gucke ich so ein paar Trailer. Die werdet ihr vielleicht dann auch nochmal sehen. Und ansonsten bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss!